So, damit genug geschwiegen. Schönes Bild für die Schweigeminute. Rem, die sich den Trainingsanzug Umhang von Subaru zulegt. Das war mal der eine der Sachen. Ich wollte ja auch irgendwann mal im Leben, wollte ich auch mal was cosplayen, weil ich da gerade in dem Bild sehe, wie die sehr, sehr, sehr süße Rem da das Oberteil von Subarus Sportanzug anzieht. Hatte ich mal echt überlegt, ob ich mir mal einen bei Amazon sehr runtergesetzten, weil ich es eigentlich sowieso tatsächlich mal bräuchte, eigentlich fürs normale Tragen, einen Cosplay-Sportanzug von Subaru zulege, weil wenn ich nur zu Hause hier rumlungere oder generell und so weiter, dann trage ich halt sehr lockere, legere Klamotten, mit denen sich niemand, kein anderer Mensch draußen dann auf die Straße trauen würde. Und ja, da dachte ich mir dann, warum nicht dann so einen Trainingsanzug und Schuhe von Subaru als Cosplay zulegen. Das Problem ist, dass ich leider echt wenig, auch bei Amazon und so weiter, bei den Bestellungen wenig Rezensionsbeispiele habe, wo ich dann sagen kann, ob die Qualität wirklich ausreichend genug ist, ob es leicht waschbar ist und so weiter. Deswegen, das war mal so eine Überlegung, sich mal vielleicht ein Cosplay zuzulegen und dann mal mit dem Subaru-Trainingsanzug über die Leipziger Buchmesse oder so nächstes Jahr zu laufen. Mal gucken, wenn ich am Ende des Auslandsjahres noch ein bisschen Geld übrig haben sollte, dann werde ich es mir vielleicht noch zulegen, weil in einer der Jeans, die ich hier auch trage und so weiter, die eigentlich noch relativ neu ist, ist auch mittlerweile schon einiges kaputt gegangen. Deswegen, irgendwann, Kleidung ist ein Lebensnotwendigum und wenn ich das dann irgendwie außer Cosplay vielleicht noch so normal benutzen kann, als Trainingsanzug, einfach nur zum Rumschlumpern, dann hatte ich mal überlegt, mir das zuzukaufen. Ich wäre wohl eher Kazuma. Ich halte mich für intelligenter als Kazuma, das will ich nur anmerken. Auf der anderen Seite will ich nicht so viel leiden und durchmachen, wie Subaru durchmachen würde. Auf der anderen Seite, wenn ich so überlege, Kazuma macht auch ganz schön eine Menge Scheiß durch. Und Subaru hat Rem. Und Kazuma hat Megumin. Und Darkness. Das ist echt eine schwere Entscheidung. Jetzt unabhängig davon, dass man in der ReZero-Welt ständig sterben und neu beleben würde und wahnsinnig werden würde. Wenn dieser Aspekt mal weg wäre, welcher von beiden wäre ich lieber? Allein mit den Personen, die mich umgeben. Es ist echt schwer. Ich glaube, ich würde trotzdem Kazumas Welt bevorzugen, einfach weil es lustiger wäre. Und weil ich mich viel besser fühlen würde, weil einfach nur Idioten um mich drum herum sind. Und man selber so der einzige halbwegs Schlaue in der Bande ist. Ja. Kazuma hat Aqua. Ja, mit Aqua sich rumplagen zu müssen, das ist echt so ein Negativargument, das stimmt. Aber davon abgesehen, ich weiß es nicht. Es müsste echt ein Crossover geben. Und es gibt ja sogar einige kleine Crossover-Projekte von ReZero und Konosuba. Also so kleine Events in einigen Anime-Läden, Merchandise-Läden und so weiter. Da sind auch ReZero und Konosuba immer direkt nebeneinander. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Comedy-Crossover von ReZero und Konosuba unglaublich gut funktionieren würde. Also da würde ich mir eine OVA oder so, falls es das mal gäbe, auf jeden Fall angucken mit den Charakteren von beiden Serien, die irgendwie aufeinander prallen. Das hat unendliches Comedy-Potenzial. Sowas würde ich mir tatsächlich fast mal wünschen. Union. Stimmt. Und Whis. Ich meine, die Ladenverkäuferin Whis dürfen wir auch nicht vergessen bei Konosuba. Und die Gildenvorstehende, die Quests verteilt, also oder die Bar, Gildenbar-Vorstehende, ich weiß jetzt gar nicht. Was glaubt ihr, hat Aqua Pansu an oder nicht? Ich meine, sie ist eine Wassergöttin. Sprich, bei ihr, sie hätte bestimmt so ein bisschen die Tendenz dazu, dass sie muss eigentlich ein Höschen tragen, aber wahrscheinlich dann irgendwie mit eingelegter Windel und so weiter, weil sie als Wassergöttin die Tendenz hat, halt eben sehr viel Flüssigkeiten abzulassen, damit das alles ordentlich aufgefangen wird, weil sie eben ständig feucht ist, müsste sie auf jeden Fall ein Höschen tragen mit irgendwelchen aufsaugenden Materialien, mit Tampon oder mit Windel und so weiter, weil ansonsten würden wir ja ständig irgendwas aus ihr rausfließen sehen im eigentlichen Anime. Deswegen, ja, von dieser Logik her ausgehend würde ich schon sagen, dass Aqua Höschen trägt. Ja, ich darf Subaru sein und leiden und du darfst dann Kazuma sein. Ja, alles klar, ich sehe das schon. So.
21.03 Uhr. Wenn ich noch anderthalb Stunden ungefähr Learnership Beneath the Survive aufnehmen will und dann mal wieder so ein bisschen die Nachtruhezeit einhalten möchte mit 22 Uhr, sollte ich auch so langsam damit mal anfangen. Habe ich das Spiel eigentlich noch? Ich habe das Spiel noch die ganze Zeit eingeblendet hier. Ja, Anime Visual Novel funktioniert nicht. Das wissen wir ja. Stimmt. Megumin tragen. Ist das von wegen, oh, ich muss Megumin tragen oder ich darf Megumin tragen? Für mich wäre es wahrscheinlich eher das Letztere. Ja, das stimmt, das ist ja ein ewiges Mysterium. Das hat erst letztens Mother's Basement in einem von seinen Videos angesprochen. Bei den Figuren von Aqua auch. Selbst bei den Figuren von ihr kann man nicht wirklich irgendwie feststellen, ob sie ein Höschen anhat oder nicht. Das wird alles sehr, sehr, sehr undurchsichtig gelassen. Oh, undurchsichtig. Oh Gott. Tragen und ihre... Ja, wenn es da viel zu fühlen gäbe... aber wie Rico gestern auch schon sagte, Oppai ist nicht alles und wenn ich jemals in meinem Leben irgendwie so eine Art Top-Waifu oder Female-Character-Liste machen würde aus Anime und die auch wirklich ernsthaft machen würde, dann wären unter meinen Top 10 wahrscheinlich lediglich zwei, die überproportional große oder generell überhaupt große Melonen hätten. Weil das andere ist erstaunlich flachbrüstig für meinen sonstigen Geschmack. Weil für mich zählt, wenn es drauf ankommt, auch die inneren Werte. Man mag es nicht glauben, aber es ist so, es ist so. So. Das lasse ich mal offen, dass ich dran denke, zu gucken, ob ich noch irgendwie die anderen Routen finde oder Enden, falls es wirklich 8 oder 9 gibt und auch nicht das eine Verarschung vom Entwickler ist auf seiner Seite. So, dann Learnship Beneath the Survive hier. Na, geh schon auf. Ich mach mal die Hintergrundmusik schon weg. So. Hier muss ich jetzt mal ganz kurz um eure Mithilfe auch bitten, wegen der Soundabmischung nochmal. Bei Anime Visual Novel ist es ja im Prinzip eh egal, weil es in-game überhaupt keine Sounds und Musik gibt. Aber jetzt bei Learn Japanese to Survive werde ich ein bisschen auch zwischenzeitlich mal umstellen müssen, weil als erstes werden wir jetzt eine neue Katakana-Lektion haben. Und da muss ich den Sound... Ich mach's erstmal ein klein bisschen leiser. Und an den Stellen muss ich den Sound immer ein bisschen lauter machen, auch im Nachbearbeiten normalerweise, wenn ich es mit Order City aufnehme, bei den eigentlichen Stellen, wo dann die neuen Katakana und so weiter gelernt werden, weil normalerweise, wenn ich es so leise mache, wie ich es normalerweise immer machen muss, damit die Musik nicht zu laut ist, sind dann die Stimmen zu leise, wenn die Sprachsamples kommen. Deswegen, da werde ich zwischenzeitlich mal ein bisschen umstellen müssen, weil wir jetzt auch während des eigentlichen Let's Plays... Daher kann es sein, dass ich da ein, zwei Mal ganz kurz Schnitte setzen muss, wenn ich euch den Chat frage, wie die Soundabmischung mit der Hintergrundmusik ist. Wie ist sie jetzt beispielsweise? Jetzt habe ich gerade auf minus 20 Dezibel von der Musik, die jetzt gerade im Hintergrund läuft. Deswegen wäre ich über Rückmeldungen sehr, sehr froh, wenn ihr sagen könntet, ob weder die Musik zu leise ist, dass man sie fast gar nicht hört. Das wäre nämlich ziemlich schlecht, wie gesagt, für die Ingame-Sounds, die Sprachsamples, die ich brauche, für die Charakterstimmen. Die Musik ist halt immer ein bisschen zu laut generell im Spiel. Oder ob das die Musik zu laut ist und meine Stimme jetzt kaum zu hören ist, wie sie im Sprechen, in der Lautstärke, wie ich es jetzt gerade habe. Musik ist ein bisschen laut, ja? Okay. Dann gehen wir mal auf minus 23 Dezibel runter. Wie sieht's jetzt aus? Wenn ich jetzt so ein bisschen über die Musik drüber spreche. Bla 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 bla. Wenn ich normalerweise mit Order City aufnehme und dann die Soundspur erst im Nachhinein reinschneide, dann mache ich die Musikanpassung oder die, um es zu synchronisieren, singe ich dann immer den gewissen Part mit und lege es dann übereinander. Da ich diesmal über OBS aufnehme, wird das kein Problem sein. Yo, hi Jan! Ja, wir hatten uns gestern Abend am Ende des Streams nochmal geeinigt, dass wir, weil ich noch ein bisschen vorproduzieren muss, bevor ich jetzt wieder ein paar Tage nach Osaka fahre, ein bisschen die Let's Plays ja, vorproduzieren muss, kam der Vorschlag, warum ich das nicht als Live-LP mache, wenn ich heute sowieso die Games zocken würde. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann machen wir das. Lico hat es, glaube ich, vorgeschlagen gehabt. Und deswegen, ein Game haben wir gerade schon aufgenommen, Anime The Visual Novel. Und jetzt machen wir noch Learn Japanese to Survive Katakana War, noch so 1 bis 1,5 Stunden, ungefähr 4 Folgen müssen es werden. Jetzt ist gut, alles klar. Dann lassen wir es bei minus 23,2 Dezibel bin ich jetzt gerade.
Ich werde es dann, dann werde ich zwischenzeitlich mal auf minus 18 machen, wenn wir in den, wenn wir bei den Sounds sind, also bei dem, bei der Lektion für die neuen Katakana, weil da ist die Musik relativ leise und da müssen die Sprachsamples ein bisschen laut sind. Und wenn wir dann aus der Lektion raus sind, wenn wieder die lauten Musikstücke kommen, muss ich mir merken, wieder ungefähr minus 23, 24 Dezibel bei OBS. Okay, versuche ich mir zu merken. Ja, das habe ich auch. Katakana, alles klar. Gut. Ich werde dann jetzt demnächst, um nicht länger es weiter herauszuzögern und auch das Spiel, die Aufnahme machen zu können, bevor ich dann wieder für meine Nachbarn hier zu laut wäre, schaue ich mir nochmal das Oder-Imo-Bild an, was da gerade gepostet worden ist. Oder no Imoto ga konnani kawaii wa kaganai, mal wieder. Ja, die Schrift sieht ein bisschen verzerrt aus. Aber ansonsten mal wieder ein ganz schönes Fanart, auch wenn Kirino, hieß sie ja, glaube ich, hatte ja vorhin jemand gepostet, irgendwie ein bisschen komisch aussieht da in dem Bild. Aber na gut. So. Also auf jeden Fall, Jan, fühl dich gegrüßt. Schöne Grüße an eventuelle Frau und so weiter und Leute, die du heute siehst. Ich werde jetzt mich so, wie gesagt, etwa anderthalb Stunden aus dem Chat ausklinken müssen. Der Stream geht weiter. Aber ich mache, wie gesagt, Live-LP, wo ich nicht drauf eingehen kann. Und als allererstes sollte ich natürlich erstmal das Setup hier wechseln. So. Da sind wir. Nochmal ein kleines Schlückchen nehmen. Und dann würde ich sagen, ich starte schon mal die OBS-Aufnahme in 3, 2, 1, Klick. Okay, OBS erstmal nicht abgestürzt. Wird bestimmt dann beim Stoppen der Aufnahme wieder passieren. Ich sehe es kommen. So. Ja, jetzt bei Learn Japanese to Survive Katakana War würde ich möglichst durchziehen, ohne die Folgen konkret abzutrennen. Einfach um wirklich ein bisschen effektiv jetzt die Zeit zu nutzen und aufzunehmen. Das heißt, anderthalb Stunden lang wird es jetzt, weil ich meistens so ein bis anderthalb Stunden Aufnahmen mache, werde ich mal wirklich konzentriert die Katakana-Sessions machen, die nächsten Nebenquests oder eventuell nächste Hauptquests und so weiter angehen hier. Deswegen, das ist jetzt der Plan für die nächsten anderthalb Stunden bis, ja, schätzungsweise 22.30 Uhr, 40 ungefähr. Werde ich also nicht auf den Chat eingehen können, das heißt, ihr müsst euch, so ihr es wollt, wieder irgendwie selbst bespaßen und, oder falls neue Leute reinkommen, wie Jan gerade, und die fragen, Flo, guck doch in den Chat, warum antwortest du mir nicht, was machst du da, ist das hier live und so weiter, dass ihr dann den Leuten Bescheid sagt, ja, ansonsten, ich werde nur mal ein, zweimal kurz einen Blick vielleicht in den Chat werfen, wenn ich kurz erst an den Lautstärkereglern drehe, ob vielleicht jemand schreibt von wegen, mach lieber noch einen Dezibel lauter oder leiser, so, als würden wir ohne ihn nicht zurechtkommen, ja. Tut mir leid, ich bin ein bisschen zu bevormundend. Es tut mir leid. So, aber jetzt würde ich sagen, ich bin leise und wir fangen dann gleich mit dem Game an. Ich muss diesmal keine Musikanpassung im Menü machen. Sobald der Spielstand geladen ist, geht's dann los. Und natürlich Bock! Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Learn Japanese to Survive Katakana War in einer kleinen Vorproduktion für die Tage, die ich mich in, ja, genau der Stadt befinden werde, in der wir uns auch hier im Spiel befinden. Ich hoffe mal, dass während meines Aufenthalts dann vor Ort keine Katakana-Krieger irgendwie die Stadt überfallen und alles einnehmen werden, außer ich werde dann zum Protagonisten einer heldenhaften Geschichte im Real Life, denn, ja, mich versteckt es vom 14. bis 18. März nach Osaka, genau hier, wo wir ja auch das Spiel zocken. Wir hatten in der letzten Aufnahme, in der letzten Folge, ja, sämtliche Side-Quests und so weiter erledigt. Ich schaue nochmal ganz kurz hier nach ganz rechts, weil da meine ich, habe ich mich nicht ordentlich umgeguckt, ob hier vielleicht noch irgendjemand ist, der noch eine Queste haben könnte, aber sieht nicht danach aus. Dann heißt es direkt mal wieder, direkt zu Beginn der neuen Aufnahme hier, ein paar neue Katakana zu lernen.
Das heißt, auf dem schnellsten Wege zurück zu Daisuke. Und wir lernen dann das nächste Set. Mal gucken, was es denn diesmal sein wird. Hello. Hallo Flo. Willst du, dass wir mit dem Unterricht weitermachen oder brauchst du irgendwie was anderes? Ja. Study time. Study time. Ja, wir wollen mit der nächsten Lektion weitermachen. Kommt doch irgendein Plotpoint dazwischen jetzt eigentlich? Das ist noch die Frage. Ready for a new lesson? Willkommen, willkommen. Sollen wir uns ins Klassenzimmer begeben? Kapitel Nummer 5. Neue Freundschaften. Keine weiteren Story-Elemente? Direkt Klassenzimmer und neue Lektion? Oder wie, oder was? Hello. Guten Morgen, Klasse! Heute werden wir Geografie lernen. Ich hoffe, ihr habt alle eure Atlasse mitgebracht. Nee, nicht Atlasse. Atlanten ist die Mehrzahl von Atlas, ne? Atlanten. Oder kann man auch Atlasse sagen? Das ist genauso wie bei Kaktus und dann Kakteen oder Kaktusse. Ich glaube, auch wenn Kaktusse klingt wie du Kaktusse, kann man aber laut Duden, wenn ich mich recht entsinne, sowohl Kakteen als auch Kaktusse sagen. Ja, toll, was mir direkt zum Anfang hier der Aufnahme wieder so an schönen Sachen einfällt. Ja, ich hoffe, ihr habt alle eure Atlanten mitgebracht. Oh, verdammt. Ma'am, ich habe meinen Atlas vergessen. Aber ich habe meine Sammlung von Steinen und Edelsteinen, also so kleinen schönen Dingern hier mitgebracht. You're so silly. Owen, du kleines Tümmerchen. Es ist Geografie, nicht Geologie. Owen! Okay. Owen, du wirst genauso wie Bart Simpson nach der Klasse schön dich an die Tafel stellen und ganz viele Sachen an zum also an die Kreidetafel also mit Kreide an die Tafel schreiben. Du solltest es doch eigentlich besser wissen. What a bummer. Oh, verdammte Axt, da werde ich doch meine favorisierte TV-Show verpassen, die ja auch ausgestrahlt wird, jetzt während hier alles vor die Hunde geht in Osaka. Einige Leute nehmen diese Klasse einfach nicht ernst genug. Miss Tia, könnte ich eventuell 100 extra Hausaufgaben haben? Tja, da erledigt sich die Frage, mit solch einer Einstellung, wobei das sind ja die Ausländer hier, nicht die Japaner, warum sie immer mit Hausaufgaben so lange brauchen in Anime über die Sommerferien, Winterferien, wenn sie noch extra Hausaufgaben verlangen. Aber schade, das ist ja keine Japanerin, deswegen, was war sie eigentlich gewesen? Franzosin? Ich hab schon wieder vergessen mittlerweile, ups. Yep. Natürlich, liebe Charlotte. Um ehrlich zu sein, das ist eine so großartige Idee, dass die ganze Klasse 100 extra Aufgaben als Hausaufgaben machen kann. Deswegen habt bitte diese 100 Aufgaben hier bis morgen früh fertig. Danke. Was? Okay, dann Klasse, öffnet jetzt eure Seiten 4 Milliarden und 2. Mhm. Also die Seite 4 Milliarden und 2. Wer sagt das? Es klang gerade wie das Hm klang wie eine Männerstimme. Jetzt weiß ich, was ihr alles in eurer Freizeit macht. Okay, das war. Ach, machen die jetzt gerade irgendwie ein Schauspiel oder was? Das ist der schreckliche Direktor Daisuke! Gotcha. Rennt um eure Leben! Oh boy. Hä? Was? Der unglaublich schreckliche Direktor Daisuke? Sorry. Naja, solange ihr alle Spaß hattet, während ich nicht da war. Hehe, natürlich. Du solltest das nächste Mal mitmachen. Aber ich werde immer noch die Lehrerin spielen. Mhm. Okay. Klingt nach Spaß. Tia. Tia, wir haben gerade die Zeichnungen auf der Kreidetafel vollendet, wie du es befohlen hast. Yeah. Ja, es ist ein super detailliertes Bild von Daisukes fettem Hintern. Mädels, ich weiß nicht, wovon ihr redet. No way. Mein fetter Hintern? Daisuke. Daisuke, schön dich heute zu sehen. Daisuke-Sensei. Daisuke-Sensei, Sie sehen ganz super aus, also scheint Ihnen ja gut zu gehen. Wie machen Sie es, dass Ihr Haar immer so smooth aussieht? No way! Oh Gott, er ist wütend. Jetzt haben wir es aber echt geschafft. Mir fällt jetzt auf, dass die drei Damen in der Kombination echt mies sind, weil ich ihre Stimmen, glaube ich, immer zu ähnlich gemacht habe. Kann das sein? Oh, bother. Ach, ihr alle, bringt euch in Sicherheit. I've been waiting for a chance to show off. Ich werde ihn zurückhalten. Rettet euch. Erinnert euch immer an das Opfer, was ich für euch erbracht habe.
Aber mal ernsthaft, mein Hintern ist doch nicht so fett, oder? No. Nein. Jolly good. Dann ist das ja gut. Okay, wenn alle dann den Mut zusammennehmen und wieder ins Klassenzimmer zurückkommen, dann habe ich eine neue Lektion für euch. Unbelievable. Das ist ja schlimmer als jede andere mögliche Form von Strafe. Oh boy. Und weg ist sie. Dann rede ich einfach mit mir selbst, oder? Falls mich irgendjemand hören kann, ich habe heute auch eine neue Vokabellektion für euch. Wir werden das dann machen und dann mit der nächsten Katakana-Lektion anfangen. Hallo? Jemand da? Hallo? Dann nicht. Los geht's. Tja, bist du aufgeregt, ein paar neue japanische Vokabeln zu lernen? Das Thema dieser Lektion ist Kleidung. Hier ist unser erstes Wort in Katakana. So. Shatsu. Shatsu. Shatsu ist das japanische Wort für T-Shirt. Shatsu. Man kann auch noch das T tatsächlich davor sagen, T-Shatsu, aber Shatsu an sich selbst reicht tatsächlich auch schon, um Shirt zu sagen, Shatsu. Willst du es dir nochmal anhören? Ja. Shatsu. 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 Da oben ist auch ein Zeichen, was wir noch nicht gelernt haben. Shatsu. 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 Hey, Schätzchen, kannst du mir meinen... Shatsu. ...reichen? Shatsu. Shatsu. Okay, machen wir weiter. Bereit fürs nächste Wort? Zubon. Zubon. Zubon ist das japanische Wort für Hose. Ja, dieses Wort kommt ursprünglich nicht aus dem Englischen. Es kommt von dem französischen Wort jupon, was so viel wie Unterwäsche, Unterrock oder Hose oder sowas heißt. Also Boxershorts oder sowas in die Richtung. Ich weiß es nicht genau. Also jupon. Möchtest du es hier nochmal anhören? Jupon. 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 Natürlich kann man auch, ja, ich sehe schon Kommentare, Pantsu gibt es tatsächlich auch, aber damit sind tatsächlich dann meistens Höschen gemeint. Deswegen, für eine ganz normale Hose, die man so anzieht, ist tatsächlich es sicherer, wenn man statt Pantsu Subon sagt. Nur damit ihr es wisst. Bereit fürs nächste Wort? Skato. Sukato. Sukato ist das japanische Wort für Rock, Skirt, Sukato. Möchtest du es dir nochmal anhören? Skato. 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 Hier haben wir auch wieder den Fall, wo das U ein bisschen verschluckt wird, weil es ja vor einem K steht, vor einem K, vor einer K-Silbe. Da wird das U auch sehr häufig verschluckt, deswegen ist es nicht Sukato, sondern Skato. Das S und das K werden sehr nah aneinander gesprochen und das U wird dabei fast verschluckt. Skato. 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 Okay. Bereit fürs nächste Wort? Belto. Belto. Belto ist das japanische Wort für Gürtel. Kommt, wie man erahnen kann, auch tatsächlich vom englischen Wort Belt. Belto. Willst du es hier nochmal anhören? Belto. 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 Wenn es um einen klassischen Gürtel oder um eine Gurtschleife und so weiter geht, wie zum Beispiel beim Katakana oder beim wie heißt es, Yukata oder beim Kimono, dann heißt es da allerdings dann nicht Belto, sondern da benutzt man dann das japanische Wort dafür Obi, was es eben auch noch gibt. Belto. 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 Okay. Bereit fürs nächste Wort? Botan. 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 Botan ist das japanische Wort für Knopf. In dem Sinne hier, dass ja um Kleidung geht, den Knopf an einer Kleidung, also an einem Hemd beispielsweise, aber Botan kann man, glaube ich, auch tatsächlich ebenfalls für den Druckknopf verwenden. Wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre. Da müsste ich allerdings nochmal nachgucken. Hier allerdings dann tatsächlich für den Kleidungsknopf. Willst du es dir nochmal anhören? Botan. 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 Okay. Okay, damit haben wir 5 Wörter hinter uns. Das macht ja die Vokabellektion dann für dieses Mal. Die kam ja irgendwie so kurz vor, diese Vokabellektion. Entweder haben sie bei den letzten Vokabellektionen mehr Infos noch dazugegeben zu den Zusammenhängen, in denen man es verwenden kann, oder ich habe mehr drumherum gequatscht. Oder beides, wer weiß. Dann, jetzt kommen ja noch 5, die in Hiragana geschrieben werden. Fuku. Stimmt, so war das ja. Fuku. Fuku ist das japanische Wort für Kleidung, ganz im Allgemeinen. Fuku. Fuku. Keine weiteren Informationen? Fuku. 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 Ja, dann haben wir ja zum Beispiel die Seifuku,
da steckt das Fuku auch mit drin. Das ist dann zum Beispiel die Schuluniform oder generell Uniform, Seifuku. Oder dann haben wir, da weiß ich leider die Onlesung von dem Kanji nicht, aber es gibt auch, wenn man Winter oder Sommer davor schreibt, ich weiß nicht genau, wie die Lesung ist, also Sommer-Kanji und Fuku und Winter-Kanji und Fuku kann man eben auch Winterkleidung und Sommerkleidung und so weiter, also auch damit die ganzen Vokabeln bilden. Also Kleidung im Allgemeinen ist Fuku. Bereit fürs nächste Wort? Megane. Megane. Megane ist, Brille im... Kommt, ich weiß gar nicht, wo es exakt herkommt, ist, glaube ich, urjapanisches Wort. Me ist im Auge und Gane kommt, glaube ich, sogar vom Spiegel und so weiter. Ich kann es aber nicht genau sagen. Megane, wenn man auch zum Beispiel jemanden als Brillenschlange bezeichnen will oder so als Forglass-Kun und so weiter, was auch man oftmals im englischen Sub und so weiter sieht, da werden Leute eben tatsächlich dann Megane-Kun genannt und so weiter. Also so als kleine Beleidigung, Brillenschlange oder Brillenträger-Typi, nennt man dann jemanden Megane-Kun, spricht den damit an oder so. Willst du es dir nochmal anhören? Na klar. Megane. 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 Okay. Bereit fürs nächste Wort? Kutsu. Kutsu. Kutsu ist das japanische Wort für Schuhe. Kutsu. Ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Kutsu. 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 Okay, wir machen weiter. Nächstes Wort. Kutsushita. Kutsushita. Okay, Kutsushita ist das japanische Wort für Socken. Kutsu ist, naja, eben, wie wir gerade schon gelernt haben, Schuhe. Und Shita ist hier in dem Falle, glaube ich, auch ganz einfach, was darunter ist. Also, Table no Shita, unter dem Tisch. Also, Table no Shita ist zum Beispiel unter dem Tisch. Also, das, was unter den Schuhen ist, sind Socken, was irgendwie keinen Sinn ergibt, wenn es wirklich mit dem Zeichen für unten geschrieben wird. Und normalerweise, Kutsushita wird auch verwendet, aber es gibt tatsächlich auch das Katakana-Wort Soksu. Soksu. Das gibt es auch, was ebenfalls für Socken verwendet wird und was, glaube ich, auch bei jüngeren Japanern verbreiteter ist als Kutsushita. Deswegen, ja, Soksu oder Kutsushita kann man beides für Socken benutzen. Willst du es dir nochmal anhören? Kutsushita. 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 Okay, weiter geht's. Bereit fürs nächste Wort? Kimono. Kimono. Ja, Kimono ist in Romaji Kimono und in Englisch Kimono und in Deutsch Kimono und auf Französisch Kimono und auf Italienisch Kimono und auf Chinesisch Kimono und auf Arabisch Kimono und keine Ahnung was. Das erklärt sich, denke ich mal, von selbst. Da unten ist erklärt, Kimono ist eine traditionelle japanische Art und Weise oder Kleidung, Art und Weise sich zu kleiden. Es ist eine elegante Robe, die schon seit Jahrhunderten getragen wird. Ja, Kimono. Da können wir auch schon alle Hiragana, sollten wir da sowieso können. Das war ja schon im vergangenen Spiel, im vergangenen Teil, wenn man möchte. Kimono. 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 Weiter geht's. Tja, oh, damit sind wir auch schon durch die Hiragana durch. Das kommt mir heute alles so schnell vor. Tja, dank deiner harten Arbeit haben wir, oder hast du 10 neue japanische Wörter gelernt. Deswegen einmal Applaus für dich selbst. Bevor wir weitermachen, möchtest du gerne das Spiel speichern? Ja, das wollen wir. Machen wir einfach mal auf einen neuen Save-Punkt hier. So, und damit kommt die 5. Katakana-Lektion. Tja, gute Arbeit bis hierhin. Die 5. ist dann, glaube ich, auch wenn wir die durch haben, haben wir, glaube ich, die Hälfte von allem geschafft. Und hier sind sie. Na, ni, nu, ne, no. Die Zeichen oben sind Nani, Nun, Neno. Sie sind wieder in diesem, ja, ein Konsonant und ein Vokal in der A-I-U-E-O-Reihenfolge. Keine komischen Ausnahmen dieses Mal. Tja, und wir schauen uns das Ganze wieder einzeln nach und nach an. Okay, Zeit fürs Erste. Na. Na. Das hier ist Na. Es wird zum Beispiel ausgesprochen, und das ist wieder ein falsches englisches Beispiel meiner Meinung nach, wie Nasty. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob in irgendeiner Form des Englischen es nasty gesprochen wird. Also normalerweise, ich kenne es als im amerikanischen Englisch, glaube ich, nasty. Und näh ist ein ganz anderer Ton als na. Und das hier wird na gesprochen. Deswegen hier haben sie wieder, meines Erachtens nach, für die Aussprache von dem na ein schlechtes englisches Beispielwort genommen. Dieses na hier ist genauso wie das deutsche na, wie geht's dir? Na, was ist los? Das, was wir am Anfang manchmal sagen, na. Genau dieses na ist dieses na. Wenn das irgendwie Sinn für euch ergibt. Na. Na.
Gut, dann schauen wir mal, wie es geschrieben wird. Sie ist sehr einfach. Zwei Striche, zuerst der horizontale und dann der kreuzende, senkrechte, nur dass es kein perfektes Plus-Kreuzzeichen bleibt, sondern unten einen Schwenk nach links macht. Horizontal, vertikal, mit einem Schwung nach links. Ja, deswegen Strichanzahl 2. Das hier ist schön einfach. Man sollte einfach nur sicherstellen, dass der zweite Strich sich nach der Überkreuzung von den beiden Strichen langsam nach links, in einen Winkel begibt oder eben ausläuft. So, wir hören uns noch ein paar Mal an. Na? 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 Wie geht's? Na? Was ist los? Na? Schon das Neueste gehört? Na? Ja, ich auch. Das hat jetzt keinen Sinn ergeben. Aber wir schauen uns mal an, wie es geschrieben wird. Horizontal, vertikal, mit kleinem Schwung links weg. Und dann haben wir das Zeichen schon gelernt. Bereit fürs Nächste? Nie. Nie. Das hier ist das Nie. Ja, wird wie nie in nie ausgesprochen. Also in dem Gesamtwort nie. Das kann man tatsächlich, glaube ich, auch so stehen lassen. Nie. Nie. Dann üben wir es mal zu schreiben. Sehr, sehr einfach auch wieder. Ein horizontaler Strich und ein längerer horizontaler Strich darunter. Ja, der obere Strich ist ein bisschen kürzer als der zweite. Und, nicht vergessen, sonst sieht es aus wie das ist Gleichzeichen. Ja, das ist, denke ich mal, einigermaßen deutlich und klar. Einfach nur die Strichlänge beachten und ansonsten zwei Striche, nie, genau wie das Zahlenwort nie, Ichi nie, ja auch zwei bedeutet. Da so als Eselsbrücke kann man sich das, denke ich, auch ganz gut merken. Deswegen hören wir es uns noch ein paar Mal an. Nie. 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 Okay. Und noch einmal, wie es geschrieben wird. Horizontaler Strich oben, etwas kürzer und etwas dickerer, längerer, besser gesagt, unten. Weiter geht's. Bereit fürs nächste Zeichen? Nö. Nö. Das hier ist Nu. Es wird ausgesprochen wie das Nu, zum Beispiel im Wort Nun. 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 Nu. Nu. Ja, ich glaube, das kommt hin. Ist ein Katakana, was man ziemlich selten sieht, glaube ich. Ainu, also zum Beispiel das Urvolk, Urbevölkerung von Hokkaido beispielsweise, die Ainu, werden mit Nu geschrieben. Aber ansonsten gibt es relativ wenige Katakana-Wörter, glaube ich, die ein Nu benutzen. Bin ich mir ziemlich sicher. Das normale also der reine Konsonantzeichen N wird oft benutzt, aber Nu sieht man, glaube ich, relativ wenig. Deswegen, ich konnte es mir lange Zeit nicht merken, weil es eben so wenig verwendet wird. Nö. Dann üben wir es mal zu schreiben. Das Ganze besteht aus zwei Strichen. Der erste, der dann so einen Haken macht, und der zweite, der in der Mitte durchgeht durch die gehakte Seite von dem ersten Strich. Ja, es ist ein bisschen wie das Su, nur dass im Gegensatz zum Su, der nach dem ersten Strich, dieser zweite Strich, nicht am unteren oder in der Mitte ansetzt vom ersten Strich, sondern dass er den Strich kreuzt. Ja, also dadurch hindurchschneidet. Das ist der Unterschied. Ich kann ja vielleicht das Su nochmal in der Nachbearbeitung dann nehmen, bei einblenden, dann sollte der Unterschied, denke ich mal, deutlicher werden. Nö. Wobei, na gut, da unten kann man es ja auch sehen, aber ich pack's auch mal nochmal direkt neben das Zeichen hier oben, dann wird es nochmal ein bisschen deutlicher. Nö. 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 Okay, dann nochmal, wie es geschrieben wird. Strich Nummer 1, horizontal, dann der Haken nach links und dann ein schneidender, den Pfad kreuzender zweiter Strich, der durch die Mitte von dem ersten Strich da durchgeht. Bereit fürs nächste Zeichen? Nee. Nee. Das hier ist Nee. Es wird ausgesprochen wie in dem Wort nett. Nett, nee, nett. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das wirklich gut passt. Nee, nee. 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 Gut, also nee, das glaube ich nicht. So, dass diese deutsche Zwischensilbe oder dieses Füllwort nee vorhin, genauso wie das na, ist auch das deutsche nee, das glaube ich nicht. Nee. Eine ganz gute Repräsentation von diesem nee. Gut, dann schauen wir uns mal die Animation an. Ein bisschen schwierigeres Zeichen. Erster Strich oben, zweiter Strich, der dem ersten vom Su und von dem Nu ähnelt. Und dann sind noch so andere zwei Kleckse dran. Ja, vier Striche insgesamt. Einige Schriftarten zeigen dieses Zeichen ein bisschen unterschiedlich, indem die kleinen Striche, die wir hier sehen, also diesen ersten Strich oben und den Klecks unten rechts, direkt mit an dem Zeichen dran sind. So kenne ich es tatsächlich auch, also dass sie die anderen Striche berühren, dass alle Striche miteinander in Verbindung stehen. Und ja, man kann es auf die eine oder auf die andere Art und Weise schreiben. Also Klecks oben, dann der zweite Strich, die können aneinander angrenzen. Dann in der Mitte von dem zweiten Strich
wo er den Haken macht, geht ein einzelner senkrechter Strich drunter und dann geht noch so ein Klecks nach rechts weg, der entweder an der Schnittstelle von Strich 2 und 3 anfangen kann oder, wie man es hier sieht, ein bisschen davon ja, entfernt sein kann. Beides ist möglich. Ich werde, so ich dran denke, weil es unten erwähnt ist in den Tipps auch, werde ich dann mal eine Variante, eine Schriftart-Variante von dem einblenden, wo es alles miteinander verbunden ist. Hätten sie auch selber machen können, aber naja, man muss ja auch dem Let's Player ein bisschen Arbeit lassen. Gut, dann hören wir es uns nochmal an. Nee. 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 Glaubst du das? Nee. Und bist du in Maria verliebt? Nee. Aber komm schon, du findest schon, dass sie hübsch ist, oder? Nee. Ja, aber wie sieht's dann mit Melanie aus? Nee. Aber irgendeinen Menschen auf dieser Welt musst du doch lieben. Nee. Dann halt nicht. Du bist ein einsamer Mensch. Okay, bereit fürs nächste Zeichen? No. Ja, gut, dann machen wir es halt nicht. Wenn du gleich mit No antwortest, dann machen wir das nächste Zeichen einfach nicht. Ich frage hier ganz höflich weiter zum nächsten Zeichen und dann kommt mir gleich so ein No entgegen. Nein, Scherz beiseite. Das hier ist das No. Es wird No ausgesprochen und es ist, wie man sieht, ein unglaublich einfaches und simples Zeichen. No. Üben wir es mal zu schreiben. Ein Strich. Das hier muss wohl das beste Katakana-Zeichen überhaupt sein. Es ist so einfach und elegant. Einfach nur ein Strich von rechts oben nach links unten, der ein bisschen schmaler dabei wird. Super einfach. No. Wie? Du denkst nicht, dass das super einfach ist? No. Ja, aber das ist ein einziger Strich. Also, das kann ja wohl jedes Kind. No. Ja gut, aber dann, wenn du nicht denkst, dass es nicht so einfach ist, dann schauen wir uns einfach nochmal an, wie es geschrieben wird. Hier, super einfach. Oder? No. Ja gut, dann machen wir halt weiter. Oh, beziehungsweise wir sind am Ende. Gut gemacht, du hast 5 neue Katakana-Zeichen gelernt. Hier sind keine Daktin-Variationen oder so vorhanden. Deswegen ist diese Lektion damit vorbei. Und wir haben den Studienguide Nummer 5 erhalten, den wir von unseren Items aus wieder benutzen können, um diese Lektion zu wiederholen. Errungenschaft freigeschaltet, Lessons cleared, 5 von 10. Ja, damit haben wir tatsächlich die Hälfte geschafft. So, jetzt wo die Lektion vorbei ist, werden wir noch ein kleines Quiz mal wieder haben, um zu testen, was ihr gelernt habt. Frage Nummer 1. Welches Zeichen ist das hier, was wir hier unten sehen? Ist es das Nu? Ist es das Ne? Oder ist es das Na? Na, Nu? Ne. Ich bin echt schlecht in sowas. Nein, wir haben hier das Na. Ja, das stimmt. Frage Nummer 2. Welches Zeichen ist das hier? Ist es das Na? Oder ist es das No? Oder ist es das Nietzsche? Ich meine, das Ni? Es ist das No. Yep, das stimmt. Frage Nummer 3. Um welches Zeichen handelt es sich hier? Haben wir hier das Nu? Haben wir hier das Ne? Oder haben wir hier das Ni? Und die Antwort lautet... Nu. Ja, das stimmt. So, jetzt die umgekehrten Fragen. Welches von diesen Zeichen ist das Ni? Ist es Tor Nummer 1? Ist es Tor Nummer 2? Oder ist es Tor Nummer 3? Und ob du richtig stehst, verrät dir, wenn ein Licht angeht. Oder wie war der Spruch? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. So lange her. Auf jeden Fall ist es hier die Nummer 2. Das ist das Ni. Oben hätten wir das Ne, unten hätten wir das No. Jo, das stimmt. Frage Nummer 5. Welche von diesen Silben hier ist das Ne? Tja, welche könnte es sein? Ist es das oben? Ist es das in der Mitte? Oder ist es das unten? Oben haben wir das Na, hier haben wir das Nu. Das heißt, das Ne haben wir hier unten. Und hier sieht man auch mal ein bisschen, vielleicht habe ich es ja wie gesagt vorhin eingeblendet, beziehungsweise in der letzten Folge, ich weiß noch nicht genau, wie ich es schneide. Hier sieht man eben auch, dass das Ne, da alle Striche hier aneinander hängen, beziehungsweise miteinander verbunden sind in der Variante. Ne. Jo, das ist es. Okay, du hast das Quiz geschafft. Alle Fragen richtig beantwortet. Ich habe Katakana-Monster gesehen, die so aussehen wie die, die wir gerade gelernt haben. Sie treiben sich in... Also sowohl im Norden als auch im Süden rum und blockieren die Ausgänge aus der Stadt. Wir sollten sie besiegen und können dann Osaka ohne Probleme verlassen. Oh, das heißt, nach den Kämpfen können wir also tatsächlich noch zu anderen Orten reisen. Ob wir dann auch die Bahnstation benutzen können, um irgendwo hinzureisen? Lass uns gehen, Champion! So, Nebenquests sind natürlich nicht neu aufgetaucht. Ich will aber wirklich mal ganz kurz in den
Bahnhof reingehen, wir den Sollen, wir ja eigentlich von Katakana-Kriegern befreit haben, können wir denn hier irgendwann auch mit Zügen irgendwo hinfahren? Ich will mit dem schnellen Shinkansen irgendwo hinfahren. Mit dem Shinkansen. Aber tatsächlich sind zumindest wirklich keine Monster hier. Huch! Okay, ich... Memo an mich selbst für die Zukunft. Ich muss für Let's Play-Aufnahmen die Nachrichten, Benachrichtigung von Steam ausmachen oder mich offline stellen. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen von euch. Keiner hat's gesehen. So, dann... Genau, hier haben wir ein paar und dann hier unten also auch, oder wie? Zuerst Süden oder Norden? Süden oder Norden? Na, jetzt sind wir extra nach unten gerannt, dann fangen wir hier mit dem ersten Kampf an. Gut, die dürfen wieder ein bisschen stärker sein. Wir sind allerdings noch schneller, die komplette Gruppe, als diese Zeichen hier. Das ist schon mal gut. Das heißt, die können dann nicht so stark sein. Schauen wir mal. So, Andrea fängt auch wieder an. Sie wirkt wieder ihre Moonlight Shadow Magie. Fangen wir hier mal mit dem Zeichen da an. Ja, das sollte, denke ich mal, lang, wenn dann die Mischa da jetzt draufschlägt auf das. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Die neuesten sind ganz unten, solltest du wissen, Flore. Das Ne haben wir hier. Ne. Okay. Dann geht der Flo auf das, ich glaube, das nächste in der automatischen Reihenfolge dürfte unten das Na sein. Ja, genau, da haben wir es. Na. Ich weiß nicht, ob Charlotte das wegkriegt, wenn sie normal angreift. Ich glaube, ich greife mit ihr lieber schon mal ein anderes Zeichen ein bisschen bumsiger an. Macht sie, glaube ich, mehr Damage. Da kriegen wir zwar dreimal Schaden, aber wir sind in der Nähe des Apartments. Wir können uns jederzeit leicht wieder heilen. Und so groß ist der Damage auch nicht, den sie machen. Das können wir doch auch wegheilen und so weiter. Wir haben genug Ausrüstung noch. Gut, dann Andrea ist wieder dran. Sie würde, glaube ich, auch nichts von dem wegkriegen, was wir bis jetzt drin haben. Deswegen, sie geht mal auf das No. Mit einem Magieangriff. So, ich glaube, das Nu hat am wenigsten HP left von allen. Das heißt, das Nu sollte Charlotte angreifen. Und die anderen beiden schicken wir, Flo und Micha schicken wir auf die anderen beiden. Und zwar Micha auf das Na. Na. Dann Flo auf das No. Ihr habt das Nu hat, glaube ich, am wenigsten. Das könnte Charlotte hinbekommen. No. No. Und dann Charlotte mit Antwort auf das Nu. Nee. So, Micha auch noch eine Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Geld, auch schön. Die Feinde wurden besiegt. Der Pfad, der aus Osaka hinausführt, ist nun offen. Aber die oben sind noch da. Die müssen wir auch bekämpfen, oder? Oder sind die dann jetzt auch schon automatisch weg? Die sind weg. Okay, hat gereicht, an einer Seite einfach mal die Monster zu besiegen. Dann sind die auf der anderen Seite automatisch auch kaputt gegangen. Und wieso laufe ich dann jetzt extra den Weg nochmal runter, um unten rauszugehen? Oh, kommen wir dann hier? Kämen wir woanders hin, wenn wir oben rausgegangen wären? Wer fällt in so eine bescheuerte Falle hinein? Was sind das für eine Chaotentruppe? Da sind ja unsere Konosuba-Leutchen schlauer, als in so eine Falle hineinzutappen. Nein, wären sie wahrscheinlich nicht. Die würden auch in so eine Falle tappen. Au, 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 au. Oh, das hat wehgetan. Was soll es passiert? Wo sind wir? Weird. Sieht wie eine Höhle aus. Owen. Natürlich ist das eine Höhle, Owen. Du dummer, dummer Idiot. Du großer Dummsel. Keine Ahnung. Es ist deine Schuld, dass wir diese Grube hinuntergefallen sind. Du bist derjenige, der mit dem fetten Arsch hier durchgebrochen bist. Hast du viel Dingsbumssuppe gegessen, zu viel Maissuppe. Ich sag mal, Charlotte, seit wann bist du so forsch und so vorwurfsvoll und so gesprächig? Das steht ja gar nicht ähnlich. Corn Soup? Maissuppe? Wurde ich etwa dabei erwischt, wie ich so viel davon gegessen habe? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ach, Leute, hört auf damit. Wir haben jetzt andere Sorgen als Owens geheime Maissuppensucht, die er hat. Was? Jeder weiß davon Bescheid? Hier unten gibt's Obacke und sie scheinen stark zu sein. This sucks. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich möchte einen Weg hier rausfinden. Solche dunklen Höhlen, da habe ich echt
immer ganz mäßig, supermäßig viel Angst. Ich auch. Aber eben hat es noch kein Problem damit, Owen mächtig die Leviten zu lesen. Können wir einfach mal direkt irgendwo uns nach dem Ausgang umschauen? Ja, natürlich. Wir sollten auch unsere Augen offen halten, dass wir in keine unnötigen Gefahren reinrennen und so. Ja, alle, lasst uns gehen. Ist Daisuke diesmal gar nicht mit dabei, oder wie? Verdächtig, weil der hat gar nichts gesagt. Oder ist einfach nicht mit runtergestürzt. So, hier ist auf jeden Fall direkt mal eine total unauffällige Kiste, die direkt uns am Anfang hier reingeworfen wird. Das ist doch bestimmt eine Falle, oder? Bestimmt eine Falle. Wir gehen ran. Schatzkiste. Okay, 3 Revive. Wahrscheinlich, weil wir einfach keine Möglichkeit haben, uns jetzt noch mit neuen Sachen einzudecken, wurden wir geheilt. Ja, wir wurden geheilt bei der Cutscene. Das heißt, es ist nicht so schlimm, dass ich nicht nochmal vorher ins Dings reingegangen bin, ins Apartment, uns zu heilen. So, erster Kampf. Wir haben 2 von den neuen Zeichen, 1 von den älteren, von der vormaligen Lektion. So, typische Reihenfolge. Andrea geht zuerst mit ihrem Moonlight-Magie auf ein Zeichen. Dann Flo geht auf das Na. Na. Ah, shit, das war ja Micha. Jetzt ist Flo dran. Ich will mal austesten, wie viel Schaden wir bei dem So machen. Was wir hier haben. Ob wir das schon one-hitten können, ich glaube eher noch nicht. Oh, doch. Cool. Dann... Ja, als nächstes ist dann Andrea dran. Aber Andrea wird es auch nicht wegbekommen. Dann sparen wir einfach mal ein bisschen MP. Und machen ganz normal das Nee. Das hat sich gereimt. Wir sparen MP und machen das Nee. Nee. Ich glaube nicht, dass es dann mit Andrea reicht. Nee, das wird auf keinen Fall reichen. Aber wir müssen mit Andrea jetzt auch keine MP verschwenden. Damit wäre der Kampf zwar schneller vorbei, aber wir wissen noch nicht, wie lange wir uns hier unten in der Höhle aufhalten werden. Deswegen, solange ein bisschen herauszögern ist nicht verursacht, dass wir mehr Schaden durch den Angriff vom Feind bekommen würden, können wir ruhig auch ein bisschen MP sparen. So. Ist hier irgendwas Geheimes drinne? Hier ist auch nichts in diesem komischen Loch. Ist das nicht Kyoko? Ja, das ist Kyoko. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihre Stimme gemacht habe. Bitte, helft mir! Ich schaffe dieses Obake nicht alleine. Alles klar, wir kommen. Haltet durch. Das war ein großes Zeichen, aber es sind nur 2, die in dem Kampf auch auftauchen. Und wir sind als einziger hingerannt, um Kyoko zu helfen. Okay, machen wir jetzt also hier auch den ersten Kampf mit Kyoko. Von den HP und den MP sieht sie auch eher wie eine Allrounderin aus. Also ein bisschen Magie, ein bisschen Angriff, vielleicht Fernkämpferin, sowas wie ein Hunter oder so. Na gut, sie ist ja Jägerin. Also irgendwelche Hunter-Fähigkeiten, dass sie über Agilität und so funktioniert, wäre nur logisch. Gehen wir mal zuerst auf das G. Vielleicht one-hitten wir das auch wieder. Wo haben wir es hier? Das ist nicht das DG, sondern das GG. G. G. Jawohl. Silence. Okay, das kann Stille casten. Damit kann ich jetzt nicht ausprobieren, was für Magie Kyoko wirken kann. Viel Schaden. Kleiner Schaden auf alle Pfeile. Mit einer Chance, die Feinde bis auf 1 HP runter zu reduzieren. Alles klar. Also kann sie gute Magie, aber 24 MP bei nur 69, die sie generell hat. Ja, jetzt muss sie sowieso oral angreifen, was irgendwie unlogisch ist, dass sie keine Magie wirken kann, wenn sie stille Silence auf sich hat. Dass sie aber dann trotzdem oral mit Worten angreifen kann. Fällt mir jetzt gerade so auf, dass es eigentlich irgendwie keinen Sinn ergibt, aber naja. Realismus und so. Zumal sie damit sowas wie einen kleinen Dolch oder so angegriffen hat, aber dabei eben nee gesagt hat. Nun gut, dann greifen wir auch einfach weiter normal an. Auf das nee. Vielleicht reicht es sogar. Nein, reicht nicht. Das heißt, einmal Schaden fressen wir noch. Aber dann sollte Kyoko ihn wegbekommen. Nee. Ihn, es, was auch immer. Was auch immer für ein Geschlecht man auf Katakana-Zeichen man anwenden will. Thank you. So. Oh, ich glaube, ich muss mal vielleicht die Musik ein bisschen leiser machen. Hatte ich noch vergessen, nach der Lektion wieder ein bisschen leiser zu machen. So.
Danke euch. Puh, ganz schön ein harter Kampf. Ja, total. I'm relieved. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ihr nicht vorbeigekommen wäret. Die Obake sind immer stärker und stärker geworden. Und die viel wichtige Frage ist, was machst du eigentlich allein hier unten? Unten, bist du auch in irgendwie in so eine Fallgrube gefallen oder wie? Ja. Du stellst die richtigen Fragen, du bist quasi ich. Du heißt sogar fast so wie ich. Ob das ein Zufall ist, dass du dann die gleiche Frage stellst, wie ich es gerade tue? Bist du mein zweites, mein virtuelles Ich? Wer bist du? Ich bin froh, dass wir dich zur richtigen Zeit gefunden haben, aber was hast du hier überhaupt gemacht? Ich war gerade auf dem Weg zurück in die Stadt, als der Boden unter mir nachgegeben hat. Es scheint so, als sei diese Höhle eine alte Mine, die vor langer Zeit verlassen worden ist. Die Obake haben sie übernommen und jetzt nutzen sie ihr Tunnelnetzwerk. Es sind diese Tunnel, die Obake benutzen, um nach Osaka hinein und hinaus zu gelangen. Wenn wir diese Tunnel blockieren können, dann können wir es vielleicht schaffen, die Stadt zurückzuerobern. Na, dann ist es doch exakt das, was wir tun müssen. Yes. Ich stimme zu. Um genau zu sein, ich werde euch dabei helfen. Großartig, wir können jede Hilfe gebrauchen. Wie sollten wir das Ganze angehen? Leave it to me. Als erstes müssen wir einen Ausgang finden. Sobald wir unsere Fluchtroute gesichert haben, können wir schauen, dass wir die Tunnel blockieren. Ich bin sicher, dass es hier altes Minen-Equipment gibt, welches wir benutzen können. Alles klar, zuerst den Ausgang finden und anschließend die Tunneleingänge blockieren. Los geht's. Wait. Oh, und übrigens, ich bin auf ein Zauberbuch gestolpert, als ich diesen Ort hier entdeckt habe. Hier, bitte nehmt es. Diese Zauber werden sich bestimmt als nützlich herausstellen für die Kämpfe, die folgen werden. Alles klar, danke. Kein Problem. Zumindest im Moment nicht. Ich werde euch folgen. Ah ne, if it is no trouble. It is no trouble, habe ich gerade gelesen. If it is. Wenn es euch keine Probleme bereitet, würde ich euch gerne folgen. So wahrscheinlich. Okay, wir haben Dynamic Zap, Mend and Soothe All gelernt. Also eine Heilung auf alles. Keine Ahnung, was die anderen Sachen sind. Die schauen wir uns dann gleich mal im eigentlichen Kampf mit den Leuten, die wir dabei haben, an. Daisuke hat seismische Welle, auch alle heilen, Mend, Revive, Echo und Stitch abgelernt, also eine ganze Menge. Tia hat endloser Sturm und Hone Offense, also wahrscheinlich einen Offensive, einen Angriffsboost gelernt. Owen ist egal. Misha hat Test for Echo und Hone Offense, also auch Angriffssteigerung gelernt. Test for Echo ist dann wahrscheinlich einfach so eine, diese erste Sache, die alle haben, ist eine stärkere Magie-Angriffsvariante für alle. Dürfte eben gerade für Charlotte und für Andrea jetzt von Interesse sein. Denn Charlotte hat Blizzard gelernt und alle heilen und Revive und Echo und Stitch Up. Schauen wir mal, was das alles kann. Und Andrea hat Heaven's Light, auch alle heilen und Verteidigung erhöhen und so weiter gelernt. Alles klar. Viele neue Zauber. Ich gucke mir jetzt nicht im Menü an, was die alles machen. Das finden wir jetzt in den Kämpfen nach und nach heraus. Erster Schatz abgreifen! Okay, das waren diese Hustenbonbons, die, glaube ich, die Stille wieder wegmachen. Die werden wir hier vielleicht dann und wann tatsächlich mal gebrauchen. Weil die Zeichen hier... Sind die ein bisschen dunkler, die Zeichen? Oder kommt mir das nur so vor? Die werden wir hier bestimmt brauchen, falls wir jemanden von unseren Magierleuten in der Gruppe mal von ihrem Husten befreien wollen und sie gerade nicht sprechen können. Micha... Okay, jetzt ist Micha gerade schneller als Andrea. Das ist so eigentlich nicht geplant. Sie steigt also pro Stufe ein bisschen schneller in der Geschwindigkeit auf. Sie steigt schneller in der Geschwindigkeit auf. Okay, schauen wir mal ganz kurz. 24 für kleinen Schaden auf alle Feinde. Okay. Und okay, Attacke und Magie von allen wird erhöht. Das ist interessant. Für 12 MP. Sie hat ja relativ viele MP, ist aber der bessere Nahkampfangreifer trotz alledem. Deswegen... Ich will mal testen, wie viel es uns tatsächlich stärker macht. Wie viel macht es uns stärker? Mal schauen. Weil dann kann Andrea gleich mal ihre Magie wirken lassen. So, Soothe ist ein bisschen HP heilen. Mend ist okay, ein bisschen mehr bei einem heilen. Soothe All ist ein bisschen bei allen heilen. Revive ist klar. Moonlight kennen wir schon. Heaven's Light ist dann ihre Stark-Magie-Angriff-Variante scheinbar. Kleiner Schaden auf alle Feinde. Und Defense ist Defense erhöhen. Ich gucke mal, wie viel Schaden sie jetzt mit dem Magie-Boost auf alle Feinde mit Heaven's Light macht. Gucken wir mal.
Wir sind mächtige Magier. So, welches von denen hatte gerade noch am meisten übrig gehabt? Ich glaube, das To unten. Wir können ja auch mal notfalls gucken und kurz zurückgehen. Nee, das Nie und das No haben noch am meisten. Buch, jetzt habe ich schon verraten, was da alles ist. Entschuldigung, falls ihr noch gerätselt haben solltet. Gehen wir zuerst mal auf das No. No. So, Charlotte geht auf Nummer sicher und macht... Ich will nur, aber hier muss ich auch noch mal ganz kurz gucken. Okay, sie kann definitiv am meisten rummagisieren hier. Der Blizzard ist klar, ihr neuer stärkerer Angriff, das kennen wir alle schon. Antitoxin, Energize, Feeble removen, Silence kann sie auch removen von jemandem. Und Bluten kann sie auch wegmachen, alles klar. Gut, aber sie wird dann trotzdem erstmal einen Normalangriff auf das... entweder das K oder das To nehmen. Nehmen wir das K. K. Oh, 105 macht sie mit Normalangriff, wow. Dann sollte es auch... Ah ne, Micha greift ja zuerst an. Dann geht Micha auf das Nie. Und mit dem Stärkeboost sollte es selbst Andrea möglich sein, mit einem Oralangriff das To wegzumachen. Schauen wir mal, wie viel Damage sie macht. Mit dem Boost 52 immerhin. Immer auch noch nicht so viel, aber naja. Dafür ist sie halt die stärkere Magieangreiferin. Ich glaube, so von der Ausgewogenheit gefällt mir die Gruppe schon ganz gut mit einer Buff... Magieschadenden Charlotte, einer magieschadenden Andrea mit einem und zwei mehr oder weniger Nahkampfangreiflern, oral schädigenden Flo und Micha. Von der Ausgewogenheit der Gruppe her ist das, glaube ich, so schon in Ordnung. So, wir wollen ja alle Kämpfe mitnehmen, gegen die einzelnen Zeichen jeweils einmal, weil das Ganze soll ja auch den Lerneffekt haben, dass wir gegen die einzelnen Katakana-Zeichen hier auch immer antreten. So, ein paar Zeichen tauchen auf. Ich muss jetzt ein bisschen das Ganze umdenken mit Micha immer als erstes. Ich will nicht alle ihre MP verbrauchen, weil wir werden bestimmt noch einen Bosskampf haben, vor dem wir sowieso wieder hochgeheilt werden. Komplett, könnte ich mir vorstellen, deswegen, was soll der Geiz? Schauen wir einfach mal, wie viel ohne sie einen Magie-Buff oder einen Offensive-Buff an Magieschaden bei allen Feinden macht, wenn sie es einfach nur so macht. Gucken wir mal. Es ist nicht so viel, ne? Es ist nicht so viel. So, dann... Ja, auch einfach nochmal dasselbe. Bam, 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 bam. Ja, Andrea ist schon ein guter Massendamage-Dealer. So, und dann können wir jetzt schon mal zwei Sachen wegmachen. Welche haben noch das meiste? Ja, dann gehen wir auf das Ne, was ich gerade schon ausgewählt habe. Ne. Und schaffst du das, Charlotte? Schauen wir mal. Das stärkste von den Zeichen noch wegzumachen, das Na. Komm, das packst du. Jawohl. Kleiner Angriff, der kaum was macht. Noch ein kleiner Angriff, der kaum was macht. So, und den Rest klatschen wir jetzt so weg. Keine Chance hier für die Katakana-Viecher. Einmal aufs T. Und einmal aufs Da. Sehr gut. Flo ist schon mal ein Level aufgestiegen. So. Hier geht's bestimmt nicht zum Ausgang, aber hier ist bestimmt eine Kiste. Ja, da ist eine Kiste. Wo geht's denn hier oben hin? Da ist noch eine Kiste, okay. Zwei Kisten, wo hoffentlich große Schätze drin sein werden. Neue Waffen, neue Ausrüstung oder so, die wir uns dann sparen, im Shop zu kaufen. Gucken wir mal. Drei Zeichen haben wir hier. Eins von den neuen haben wir hier mit dabei. Wie machen wir's? Echt ein bisschen schade, dass Micha schneller ist als Andrea. Andrea würde ich immer gerne am Anfang den Massendamage raushauen und die anderen klatschen dann sozusagen die Reste weg. Micha geht dann einfach mal sicherheitshalber auf das Zeichen, was das Neueste ist und was die meisten HP hat. Dann kann Andrea ihre Magie wirken. Wobei, wenn ich immer den starken Zauber benutze, dann wird sie sich auch trotzdem schnell mit MP bei den MP alle gehen. Dann Flo klatscht mal das. Was klatscht er denn mal weg? Das So. So. Und dann macht Charlotte noch das neue Zeichen, weil es die größte Gefahr macht. Das Nu weg. Nu. So. Ah, und das G ist so langsam, dass Micha sogar vorher nochmal dran ist, ne? Dann ist es doch super. Dann kann sie da. Die.
das selbst noch weghauen mit 119 Schaden. Wow. Charlotte steigt auf und Andrea steigt auch bald wieder auf. Nächster Kampf wahrscheinlich. Wenn nicht sogar mit Mischa zusammen. Vorher allerdings hier. Schatz! Mein Schatz! Ja, 3 Deluxe Ramune. Toller Schatz. Hier auch nochmal. Mein Schatz! Ein magischer Ring, den ich jetzt nicht rechtzeitig angucken konnte, was es ist, weil wir in den Kampf verwickelt worden sind. Ich hoffe, ich denke gleich nach dem Kampf dran. Auch eine Kombi, die wir noch nicht hatten. Also hier haben sie zumindest für jedes Zeichen wirklich eine einzigartige Zeichenkombination reinprogrammiert. Mal wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben im Vergleich zu der Bahnstation, wo wir auch dreimal denselben Kampf hatten. Hier, wie machen wir es hier? Ich glaube, jetzt nutze ich einfach mal, dass Micha eins von den Zeichen hier auch so einfach wegklatschen kann. Das Key. Nein! Was mache ich denn da? Ich hätte noch eins nach rechts gehen müssen. Ich Ficker. Ich Dummkopf. Ich. Das muss ich auspiepen. Das kann ich doch nicht im Stream lassen. Ich meine, im Let's Play lassen. Selbstbeleidigung. So was Schändliches. Und nein, ich mache jetzt nicht noch den Anschlussfehler mit Andrea oral anzugreifen. Was mache ich denn mal? Ach, weißt du was? Komm. Yeah, ich mag das. Dann geht Flo auf das stärkste Zeichen. So, das sollte hoffentlich lang. Jawohl. Aber wir machen deutlich, also Flo macht weniger Schaden als Micha. Micha ist so der größte Aufräumer, die wir auf jeden Fall immer auf das stärkste Zeichen schicken sollen. Charlotte kriegt definitiv eins von den anderen weg. Das potenziell noch zweitgefährlichste, ja, gibt zwei. Sowohl das Sa als auch das Se. Machen wir das Se weg. Se. So. Ach ja, stimmt, die sind ja wieder so alte Zeichen und so langsam, dass wir sowieso noch vorher dran sind. Dann kann Micha das Sa weghauen. Sa. Ich gucke immer nicht so wirklich da oben rechts auf die Reihenfolge der Angriffe und vergesse, dass manchmal die alten Zeichen mittlerweile so low-level sind. Die sind so voll low, dass sie uns gar nichts mehr ankönnen hier. Dass sogar Andrea da die letzten Krümel noch aufräumen kann mit einem Oralangriff. So, Andrea ist auch aufgestiegen. Für einen Kampf wird sie wahrscheinlich wieder schneller sein als Micha. Und wir haben einen magischen Ring. Schauen wir mal. Was kann der? Oh, die Magie wird erhöht. Und sorgt dafür, dass man aus einem Hut einen Hasen herauszaubern kann. Das ist genau das Richtige für entweder Charlotte oder für Andrea. Schauen wir mal. Charlotte hat den Defense-Ring momentan. Was hat an Charlotte? Charlotte hat noch nichts. Ich glaube, Andrea macht auch so schon genug Magieschaden. Gehen wir das einfach mal Charlotte. Dann macht sie, falls sie Magieangriffe oder Heilungen und so weiter macht, einfach noch ein bisschen mehr. Kann nicht schaden. So. Ich gucke nur sicherheitshalber, auch wenn nie in irgendwelchen anderen Hintergrund-Items oder irgendwelchen Sprites hier was drin ist, sicherheitshalber trotzdem nachgucken und klicken und schauen, ob man irgendwo was Geheimes, Ultra-Mega-mäßiges findet hier. Leider nichts. Gut, dann geht's scheinbar hier weiter. Bevor ich mich um dich kümmere. Okay, ein Widerstandsring. Nanu, kannst du nicht hier oben hin? Okay, da gab es irgendwie eine Stelle, wo das Zeichen nicht hin wollte. Oh, hier haben wir ein Omega-Zeichen, also wieder ein etwas stärkeres, besseres. Ich weiß nicht so wirklich, was es zu bedeuten hat, ob die dann einfach nur stärker angreifen, weil so wirkliche Unterschiede habe ich nie in Kämpfen gegen die gemerkt bisher. So, Andrea ist einen Kampf schneller, das nutzen wir aus. Sie haut voll rein. Zack, okay, das scheint wirklich mehr auszuhalten. Dann geht Micha direkt mal drauf. Auf das Nu. Nö. Jop, das reicht auch noch nicht. Dann geht Flo mal auf das No. Mal gucken, ob das langt. Jop, das langt. Und Charlotte kriegt dann hoffentlich das Nu weg. Nö. Jop, das langt. Gut. Dann Andrea wird, glaube ich, nicht oral das Sa wegbekommen. Ich versuch's mal, aber ich habe keine allzu große Hoffnung in sie. So hart, wie es klingt. Obwohl, das hat so wenig, das könnte lang. Jawohl, sehr gut. So, Level Up mal Micha. Die dürfte jetzt wieder schneller sein als Andrea. So, hier haben wir ein neues Zeichen. Okay, auf in den Kampf. Das ist auch eine Kombi, die wir noch nicht hatten. Deswegen... Ich lasse jeden Kampf hier drinnen. Falls es euch irgendwie zu langweilig wird, ich weiß auch nicht, wie ich die Folge geschnitten habe, dann könnt ihr gerne so ein bisschen im Video vorwegspringen, falls ihr nicht aktiv mitlernt und hier dann immer wirklich überlegen müsst, welches Zeichen ist das, was muss er dafür auswählen und so weiter. Kann ich gut verstehen.
Weil die Kämpfe hier unten ziehen sich schon ein bisschen hin, weil wirklich bei fast jedem 3 oder 4 Zeichen mit drin sind. So, Micha geht auf jeden Fall auf das Ne. 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 Dann Andrea macht mal ihren letzten Massenmagieangriff. In der Hoffnung, dass vielleicht danach der Bosskampf kommt. Und wir da wieder automatisch hochgeheilt werden. Dann geht der Flo mal auf das potenziell zweitstärkste Zeichen. Das wäre hier in der Gruppe, glaube ich, das Chi, was wir da haben. Hat auch noch die meisten. Chi. Chi. Und Charlotte räumt mal das Ne auf. Ne. Und dann haben wir noch Micha und Andrea, die wieder schneller sind. Das ist super. Dann... Nee, dann gehen wir auf Nummer sicher. Micha nimmt dann das Stärkere, das Su, was noch mehr HP über hat. Wo haben wir es? Hier. Su. Und Andrea räumt wieder ihre Krümelchen auf. Die Konditorei-Dame, die sie werden möchte mit ihrer eigenen Kochshow. Das kann sie gut. Krümel aufräumen. Das letzte bisschen da vom Kuh. Vom Kuchen. Vom Kuhkuchen. Ha, ha, ha. Okay, hier gibt es noch mehr. Was haben wir hier? Den Ritterhelm. Schauen wir uns auch gleich an. Jetzt habe ich natürlich nicht Andrea aufgeladen. Das ist nicht so gut. Wir haben auch keinen, der Magie hat, um die MP-Vibe anders wiederherzustellen, oder? Sowas würde ich mir fast noch wünschen. So, Micha geht dann zuerst auf das stärkste Zeichen wieder. Auf das Na. Na. Andrea, soll sie sich selbst ein Item geben, um ein bisschen MP wiederzuerlangen? Wir haben es gekauft. Man soll auch mal Gegenstände verwenden. 10. Dann Flo geht auf das, was er am ehesten one-hitten kann. Ich glaube, die S-Reihe sollte er auch schaffen. Okay, dann schauen wir mal, ob er das Su wegbekommt. Jawohl. Und Charlotte geht auf das Na, in der Hoffnung, dass sie es schafft. Jawohl. Und Micha schafft bestimmt das K. Das ist eines der ersten Zeichen noch. Das zweite Set. Das sollte hinhauen. Jawohl. Hätte ich mir den Trank auch fast noch sparen können. Aber nun gut. Wir haben noch Ausrüstungsgegenstände bekommen. Ich habe es fast vergessen. Einmal einen Helm. Bicycle-Helm. Knights-Helm macht deutlich mehr Verteidigung. Ein bisschen weniger Resistance. Wir haben noch keinen Verteidigungshelm auf irgendeine Art und Weise. Sie hat was. Sie hat auch noch nichts. Auf 174, 120, 174, 120, 171, 90. Andrea hat schon viel. Sie hat ja auch den Verteidigungsring. Komm, wir geben es mal uns. So, was war das andere, was wir noch bekommen haben? Den Helm und noch irgendein Accessory, irgendein Ring haben wir noch bekommen, oder? Resistance-Ring. Gut. Dann ist jetzt jeder mindestens mit einer Sache vollständig ausgerüstet, außer Andrea. Die kann irgendwann nochmal was auf den Kopf bekommen. Also zum Anziehen, nicht so auf den Kopf. So. Hier irgendwo eine Truhe wieder zum Öffnen, wo noch was Schönes ist. Leider nicht. Auf in den nächsten Kampf. So, auch wieder hier. 4 Zeichen gegen die in dem Großen sich versteckt haben. Wirklich eine riesige Höhle mit ganz vielen Katakana-Monstern. So, hier machen wir auch wieder das Übliche. Zuerst auf das von der neuesten Reihe, das stärkste Zeichen. Oh, da haben wir sogar 2 diesmal drin, wie ich sehe. Na gut, gehen wir zuerst mal auf das Nah. Etwas stärkere Gruppe. Dann macht mal Andrea Magie auf das Zeichen da. Gut, dann Flo geht auch auf das Nah. Na. Und Charlotte macht dann das zweite von der neuen Platt, das Nu. Nö. Gut, dann gehen jetzt 2 Angriffe von den anderen beiden durch. Oder von einem zumindest. Und verfehlt. Was ein Pech aber auch. So, Micha dürfte definitiv in der Lage sein, das hier zu one-hitten. Die. Fuck, ich habe das falsche G ausgesucht. Ah. Doof. 6 MP wäre das die geringste Heilung. Okay, zeig, was du kannst, Andrea. Yay. Wo haben wir das richtige G? Hier ist das richtige G. Verdammte Axt. G. Nein, das ist doch gar kein G, das ist ein Zu. Oh.
Ich habe echt Tomaten in den Augen. Ich glaube langsam... Die Aufnahme muss ich, glaube ich, langsam beenden. Meine Güte. So. Dann. Wer ist jetzt überhaupt dran? Ich bin vollkommen aus dem Konzept. Ich bin aufgrund meiner eigenen Doofheit gerade irritiert. So. Sue ist es. Deswegen war es auch schneller als das C. Allein da hätte ich mich schon wundern müssen, dass die beiden einen unterschiedlichen Speed haben. Obwohl ich gedacht hätte, dass sie aus derselben Reihe sind. Das hätte mir schon eine Warnung sein müssen. Nein! Was mache ich denn hier? Gott, ey. Ich hau jetzt erstmal das andere da weg. Vielleicht... Verratet niemanden, dass ich seit 5,5 Jahren Japanisch lerne und Japanologie studiere und eigentlich diese Zeichen im Schlaf lesen müsste. Das ist wahrscheinlich einfach nur, weil ich heute sehr, sehr viele Aufnahmestunden schon gemacht habe. Ich muss irgendwas als Ausrede finden. So, jetzt ganz ruhig. Es ist ein Su. Es ist das Su der T-Konsonantenreihe. Hier. Komm, Andrea. Pack es. Schwere Geburt in diesem Kampf. Meine Güte. So, nur eine Brücke, die hier rüber führt. Da ist der Tunnelausgang. Noch Kampf gegen ein kleines Zeichen. So. Ich habe Andrea nach wie vor keine MP-Heilung gegeben. Es kam noch kein Bosskampf, wo wir automatisch aufgefüllt werden. Und ich habe nicht so viele MP-Heilungen. Vielleicht war ich doch ein bisschen zu spendabel am Anfang. Wir machen mal als erstes einen Angriff auf das No. Dann Andrea, will ich mal gucken, wie viel Oralschaden sie auf das Schwächste von den Zeichen macht. Auf das Ko. Ja, reicht nicht ganz. Dann Flo kann, glaube ich... Kann das One-Hitten? Ich glaube, dafür wird es noch zu stark sein. Es wird bestimmt noch zu stark sein. Schauen wir mal, wie viel weggeht. So. Na. Und Charlotte kann sich jetzt aussuchen, welches von denen sie wegmachen will. Wir nehmen natürlich das Stärkste, das No. So. Der Angriff geht durch. Dann geht Charlotte nochmal auf das Do. Charlotte, Micha, auf das Do. Und Andrea wiederholt das, was sie gerade eben schon nochmal gemacht hat und hat im Alleingang ein Zeichen weggemacht mit Oralangriffen. Super, Andrea. Cool. So. Dann, ja, sind wir am Ausgang angekommen. Da drüben haben wir gestartet. Wir hätten nur einmal ein paar Meter über die Klippe springen müssen, dann wären wir da gewesen. Oh, da ist der Boss. Ha, automatische Heilung. Super. Ach, komm schon. Es muss ja wirklich immer einen Boss geben. Na, komm schon her und versuch's uns zu zeigen, du draufgängerisches, kleines, süßes, liebes Etwas. Ja, keine Ahnung, was er mit Bozo meint. Leave it to me. Dort ist der Ausgang. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir sollten uns dieses Obakis entledigen, was unseren Weg blockiert. Lasst, möge der Zorn der Leere über dich hineinbrechen. Abolish evil, verbanne das Böse. Da muss ich jetzt an Chunibyo Demokoiga Stei denken. Banishmento da Waldo. Oh, da kam auch The Waldo vor. Da muss ich gerade an ein anderes Let's Play denken. Also, The Waldo. Ich dachte, sie würde es jetzt one-hitten und wir würden mal was außerhalb der Norm machen. Aber nun gut, der Overlord ist aufgetaucht und wir sind alle voll geheilt. Gut gehaushaltet mit allen Sachen. Nur einen einzigen Trank gebraucht. So, was können wir eigentlich noch so? Was ist das, dein Dynamic Zap? Okay, auf alle Gegner, aber wir sind ja nicht sehr magiebewandert, deswegen wir greifen normal an mit dem Nö. So, Charlotte ist jetzt eine starke Magierin wieder. Ich glaube nicht, dass es bei ihr schon reicht, dass sie stark genug ist, das nur in einem zweiten Angriff wegzumachen, oder? Doch, es hat gelangt, sehr gut. Dann die Kombi Micha und Andrea sollte hoffentlich auch funktionieren auf das nächste, was wir hier haben. Na. Und komm, Andrea. Du packst das. Na. Oh. Ganz ehrlich. Für den einen HP, den du wieder nicht geschafft hast, hast du es verdient, zum Schweigen gebracht worden zu sein. Ganz ehrlich. Jetzt muss der super mega nah Oralkrieger Flo seinen supermäßigen Angriff, den er die 83 hätten auf das nächste Zeichen gehen können, muss er verbraten, weil du es nicht geschafft hast, Andrea.
Dafür kann jetzt Charlotte mal zeigen, wie viel Magieschaden sie macht auf einen einzelnen Feind. Mit dem neuen Ring, den sie jetzt hat. Hui, nicht schlecht. Dann räumt Micha das Ganze mal auf. So, hier. Ta. Okay, jetzt wieder nicht durcheinander kommen bei den Zeichen hier. Ich will Andrea trotzdem ordentlich angreifen lassen. Das hier ist das. So. So. Ja, zum Schweigen bringen, vergiften wollen und so weiter. Alles auf Andrea. Ich sehe, was du machen willst, Zeichen. So. Ein So-Angriff auf das So wird, glaube ich, leider nicht reichen. Von Flo. Ne. Und ich bin lieb. Ich bin lieb und heile die Andrea mal. 145, das war ein Heal-Overload. Und Micha greift an. So. So. Achso, Andrea ist ja zum Schweigen gebracht. Fuck, jetzt rächt sich, dass ich nicht mit ordentlicher Magie angreifen kann auf das Nie. Na gut, dann müssen wir wirklich mit Oral-Angriff hier ab auf das Nie. Wenig Schaden machen. Schaden kassieren. Oh, diesmal Doppelangriff auf den Flo. Der wird das nicht auf sich sitzen lassen, sondern sofort zurückschlagen. Interessant, dass das Nie auch zweimal angegriffen hat. Nie bedeutet ja zwei, wie wir gelernt haben. So, Charlotte kriegt es auf jeden Fall weg. Ich schätze mal, eine Transformation wird noch kommen, oder? Yep. Mindestens eine. Dann ab auf das Q. Wo haben wir es? Da. Q. So, das wird wieder sowieso wieder nicht lang. Ich sehe es kommen. Q. Es hat sogar noch ein bisschen Lebensbalken über diesmal. Oh. So, komm, mach's weg, Flo. Und fast alle bis auf Micha wieder ein Level aufgestiegen. Wieder ein Kristallshard bekommen. Boss erledigt. Oh. Satomi. Satomi? Na hallöchen, meine liebe Kyoko. What is it? Wieso bist du hier? Was willst du? Du hast mich zum Sterben in Tokio einfach so zurückgelassen. Oh, my poor sweet Kyoko. Ach, meine arme, süße Kyoko. Du weißt ganz genau, dass ich getan habe, was ich tun musste. Du wurdest verletzt in jenem Kampf in Tokio und du hättest mich nur zurückgehalten. Das können wir ja wohl nicht zulassen, nicht wahr? Ich bin gerade so mit meinem Leben entkommen und nicht dank dir. Es ist immer wieder eine Freude für meine Ohren, dass meine süße Kyoko so aufmüpfig wird. Kyoko, ist das deine Partnerin? Ehemalige Partnerin. Satomi hat mich einfach links liegen lassen, als es ihr gepasst hat. Ich verstehe nicht. Solltet ihr beide nicht zusammenarbeiten, um die Obake zu vernichten? Yes. Ja, aber... Oh, Kyoko, introduce me to your cute little friends here. I'm positively dying. Ohoho, Kyoko, stell mich doch deinen süßen kleinen Freunden hier vor. Ich möchte geradezu sterben, um sie zu treffen. No. Ein anderes Mal, Satomi. Du solltest von hier hin fortgehen. Ich werde nicht länger deiner Führung folgen. What? Nach allem, was wir zusammen durchgestanden haben, so lange miteinander und zusammen gekämpft haben... Du willst das alles einfach zurücklassen, weil ich dich ein einziges Mal betrogen habe? Ja, klingt fair. I trust we won't meet again. Nun dann, lebe wohl, meine liebste Kyoko. Ich glaube, wir werden uns nicht noch einmal wiedersehen. By the way. Ach, und übrigens... Sie sieht von der Silhouette so ein bisschen aus und von der Kleidung her wie Sascha aus Shingeki no Kyojin, muss ich mal nur so nebenbei anmerken. Zumindest momentan.
bis der Face Reveal kommt. Aber so ganz kleines bisschen wie Sascha mit zusammengebundenen Haaren bei Attack on Titan, bei Shingeki no Kyojin. Fällt mir nur gerade so auf. Ach, und übrigens, ich habe ein bisschen Dynamit, TNT hier in der Nähe platziert. Es sollte jede Sekunde explodieren und diese Höhle hier ein für alle Mal verschließen. Okay, tschüss. Was? Wir müssen gehen. Jetzt. Is everybody okay? Wo warst du überhaupt die ganze Zeit? Oder warst du einfach nicht mit reingefallen? Aber die wart ja nicht mal hinter uns, als wir in die Grube gefallen sind. Geht's euch allen gut? It'll be all right. Ah, alles schon okay. Ich hab nur einen leicht angeschlagenen Hintern. Ich glaube, uns geht's soweit allen gut. Danke den Göttern, das war echt knapp. I apologize. Es tut mir leid für das, was Satomi getan hat. It's all okay now. Ach, mach dir keine Sorgen. Du musst dich nicht wegen ihr entschuldigen. Du solltest uns besser erzählen, was genau zwischen dir und ihr passiert ist. Aber vielleicht ein andermal. Momentan bin ich absolut fertig. Yes! Ich stimme zu. Wir sollten uns für heute erstmal ausruhen. Wenn wir mit der nächsten Lektion fortfahren, dann kannst du uns alles mitteilen. Thank you. Okay, vielen Dank. Was für ein Abenteuer. Ich sollte mich ausruhen, bevor wir mit weiteren Lektionen weitermachen. Das tun wir. Wir schlafen einmal. Oder sind wir sowieso... Nee, wir sind tatsächlich nicht gehalten nach den Hauptquest-Bosskämpfen. Dann machen wir das natürlich einmal. So. Und dann schauen wir mal raus. Sind wir jetzt eigentlich nach den ganzen Kämpfen? Will ich nochmal ganz kurz gucken. Vielleicht, wir haben jetzt mittlerweile 2 Events bei Charlotte auch gehabt und bei vielen anderen. Vielleicht sind wir jetzt eng genug, dass wir, ne, und so. Oh. Wir müssen immer noch bessere Freunde werden, bevor wir rein können. Wie viel Affection-Level war das? 700? Wir können ja gleich mal checken, wie weit wir so sind bei den Leuten. Kommen also immer noch in keine Zimmer von den anderen Leuten rein. Hä? Der Nebel hat sich verflüchtigt. Das ist ja fantastisch. Die Obake kommen scheinbar nicht mehr in die Stadt hinein. Das ist Satomi zu verdanken, dass sie die Mine, zum Einsturz gebracht hat. Vielen Dank für alles. Solltest du meine Kräfte während eurer Kämpfe gebrauchen, dann bitte, lade mich in deine Party mit ein. Ich werde außerhalb des Apartments warten, falls du mich brauchst. Kyoko kann jetzt der Party beitreten. Okay, haben wir tatsächlich mit ihr noch einen weiteren Charakter, von dem ich auch nichts weiß, von dem eigentlichen Kickstarter-Projekt und von den Stretch-Zielen und so weiter. Also, sie scheint auch einfach noch ein weiteres Extra, was mit eingebaut worden ist. Und ich weiß, glaube ich, auch von einem, der sie sehr dolle mag. Ich weiß halt nicht, ob sie in der derzeitigen Gruppenkonstellation, die ich, wie gesagt, eigentlich recht ausgeglichen finde, ob sie da gut reinpassen würde oder wen sie dann eventuell ersetzen würde. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber wir haben jetzt bestimmt wieder irgendwo ein paar Nebenquests und vielleicht noch ein paar Affection-Events zu finden oder so. Ne, Affection-Events scheinbar nicht. Eine Nebenquest haben wir da schon gesehen. Hier oben sind keine weiteren Nebenquests. Ich gucke jetzt mal in die Bahnstation rein. Können wir immer noch nicht mit Shinkansen fahren? Nein, können wir scheinbar immer noch nicht. Können wir eigentlich noch hier hinten in den Dungeon-Bereich von der Station rein? Und sind da dann immer noch Obake-Monster? Ja, sind ja tatsächlich noch. Ja, das ist ja dann wirklich eine unglaublich toll gesicherte Station. Und wenn wir rauskommen, Bug, wir haben einen Bug gefunden. Wenn wir rauskommen, sind wir in der nicht schönen Variante von dem Bahnhof. Sprich, dass die Programmierung ist hier ein bisschen anders. Und wenn wir jetzt wieder reingehen, sind wir hier im hellen und schönen, in der schönen Bahnstation. Alles klar. Das ist bestimmt so nicht gedacht. So, hier oben ist auch noch eine Nebenquest. Gut, dass wir ein bisschen rumgeguckt haben. Ist hier drüben eigentlich auch noch irgendwas? Oder auch nur Monster in Alte, die wir bekämpfen können? Ja, einfach wahrscheinlich zum Üben, dass man an die Orte noch zurück kann. So, wir sind extra bis hier hingegangen. Dann machen wir zuerst mal diese Nebenquest hier. So. So durstig. Ich...
Ich kann nicht mehr weiter. Brauche Getränke. Oh, es tut mir leid, dass ich so ein bisschen überdramatisch mich hier verhalten habe. Ich habe gerade kein Wechselgeld mehr. Kannst du mir ein paar Drinks von der vom Verkaufsautomaten besorgen? Tja, diese neue Quest nehmen wir natürlich gerne an. Quest akzeptiert. Ein neues Abenteuer beginnt. Drinking. Großartig, vielen Dank für die Hilfe. Ich brauche dreimal Dosenkaffee. Das ist das Einzige, was meinen Durst löschen kann. Bring mir die und ich werde dir was Cooles beibringen. Ich glaube, die haben wir sowieso schon dabei. Mein Dosenkaffee. Du bist einfach nur einen Schritt nach rechts gegangen und wieder zurück, um sie mir zu geben. Wow, danke. Du hast sie bestimmt aus deinem Hut gezaubert. Mit dem magischen Ring, den du in deinem letzten Hauptquest-Dungeon bekommen hast. Falls du ein paar Minuten über hast, dann kann ich dir ein paar japanische Wörter zum Trinken verraten. Das klingt sehr super. Dann schenke ich mir mal nebenbei, während ich das hier bei der Let's Play-Aufnahme mache, mal ein bisschen Nihonshu, also Sake, nach und trinke mal einen kleinen Schluck Wasser, weil meine Stimme hier bald echt am Versagen ist. So, wieder aufgefüllt. Ich sage euch gleich mal ein Kampai und ich könnte wetten, dass Kampai eins der Wörter ist, was wir bestimmt auch gleich lernen werden. Schauen wir mal. Okay, fangen wir direkt an. Nomimas. Nomimas bedeutet zu trinken, also etwas, also trinken generell als Verb. Nomimas ist dabei die Mas-Form und Nomu wäre die Wörterbuchform, unter der man es findet. Dieses Wort beschreibt die Handlung des Trinkens. Es kann benutzt werden für trinken, etwas zu trinken, ich werde trinken. Also man kann natürlich die ganze Grammatik damit bilden, wenn man auch das Wort noch umformt und so weiter. Wenn du sagen willst, dass du etwas trinken möchtest oder dass du etwas trinken wirst, dann kannst du sagen Misu o nomimas. Misu o nomimas. Ich trinke Wasser oder ich werde Wasser trinken. Nomimas. 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 Okay, weiter. Nomimasen. Okay. Nomimasen. Nomimasen ist nicht trinken. Dieses Wort sagt, dass du nicht trinkst. Es kann benutzt werden, um auszudrücken, dass man etwas nicht trinkt oder nicht trinken wird oder will. Ja, du drückst damit aus, dass du etwas nicht trinken wirst. Du kannst also sagen, Miso o nomimasen. Miso o nomimasen. Ich trinke kein Wasser oder ich werde kein Wasser trinken. Wir haben jetzt also hier die Verneinungsform in der Mas-Form von nomimas gelernt. Nomimasen. 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 Okay, weiter geht's. Nomimashita. Nomimashita. Okay, nomimashita, das bedeutet getrunken oder trank auf Japanisch. Dieses Wort ist die Vergangenheitsform von trinken und es wird benutzt, wenn man sagt, dass man zuvor etwas getrunken hat. Wenn du sagen möchtest, dass du etwas getrunken hast, kannst du sagen Miso o nomimashita. Miso o nomimashita. Ich habe Wasser getrunken. Oder ich trank Wasser. Oder ich hatte Wasser getrunken. Nomimashita. 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 Und weiter. Nomimasen deshita. Nomimasen deshita. Das heißt, etwas nicht getrunken haben, trank nicht oder etwas nicht getrunken hatten und so. Also auf jeden Fall die Verneinung der Vergangenheit, und zwar auszudrücken, dass man etwas nicht getrunken hatte, hat oder nicht trank. Ja, wenn du also ausdrücken willst, dass du etwas nicht getrunken hast, kannst du sagen, Miso o nomimasen deshita. Miso o nomimasen deshita. Oh, Entschuldigung. Nomimasen deshita. Ich habe kein Wasser getrunken. Miso o nomimasen deshita. Nomimasen deshita. Nomimasen deshita. Nomimasen deshita. Okay. Das sind alle Wörter, die ich für dich habe. Hier ist eine kleine Belohnung für deine Mühen. Und Ramune erhalten und 3 Bonuspunkte. Komm wieder zu mir, wenn du diese Wörter wiederholen willst. Welche Wörter? Das war im Prinzip ein einziges Wort, was wir in unterschiedlichen Flexionen, ich bin verwirrt, in unterschiedlichen Flexionen gelernt haben. Im Prinzip haben wir eine einzige Vokabel gelernt, nur wie man sie in Gegenwart, Zukunftsform und in Vergangenheitsform ausdrückt, einmal mit Verneinung und einmal Bejahung. Tolle zusätzliche Nebenquest. Naja, für die Bonuspunkte habe ich es gern gemacht und für die Ramune. Wobei ich mir extra diesen schönen Kaffee gekauft habe, um MP aufzufüllen bei Andrea und Co. Na gut, machen wir noch die zweite Nebenquest. Los geht's. Hey, bist du in letzter Zeit zur Bahnstation gegangen?
Ich habe gehört, dass es dort einen Typen gibt, der Snacks verkauft. Die leckersten Snacks, die nach Osaka gebracht wurden. Den ganzen Weg von Miyajima. Wenn es das Miyajima ist, was ich denke, was es ist, dann ist Miyajima die vorgelagerte Insel von in der Bucht von Hiroshima, die zu den drei schönsten Landschaften von Japan noch mitzählt, wo ich einstmals auch im Jahre 2011 drauf war. Tja, und Osaka und Hiroshima sind schon noch einem, selbst mit dem Shinkansen, 2-3 Stunden Fahrt, glaube ich, entfernt. Deswegen schon ein bisschen weiter weg. Was würde ich tun, wenn ich meine, wenn ich einfach nur eins von diesen, oh Gott, Maple Cakes. Was ist Maple nochmal gewesen? Mal gut, dass ich wie immer im Hintergrund das Wörterbuch aufhabe. Ahorn. Stimmt. Was würde ich nicht tun, um die Ahorn-Honig, was auch immer, Kuchen und so, die leckeren, in die Hände zu bekommen? Unglücklicherweise bin ich einfach zu faul. Woe is me, right? Woe is me. Was ist das jetzt schon wieder für eine Aussage? Ich bin voll der Depp, wa? Wenn jemand nur zur Station gehen würde und mir einen von diesen Kuchen kaufen würde, dann würde ich ihm definitiv eine Belohnung zuteil werden lassen. Na gut, dann machen wir das noch als letzte Aktion jetzt von diesem Ausflug hier ins Game, von dieser Aufnahme. Was, du wirst das wirklich machen? Großartige Neuigkeiten. Geh zur Bahnstation und finde den Typen, der die Kuchen verkauft. Und ja, trödel nicht hier rum, die werden wahrscheinlich schnell ausverkauft sein. Ich warte hier. Und gut, dass ich vorhin in die Bahnstation reingegangen bin, jetzt hier runtergegangen bin, um eine Quest anzunehmen, die mich wieder in die Bahnstation führt. Super. So, wir dürften bei Charlotte, weil wir am längsten miteinander mit ihr unterwegs sind, die höchste Effekt schon haben. Ich will mal kurz gucken, wie das Level bei ihr eigentlich ist. 424. Bei 500 war es. Okay, dann wahrscheinlich nach der nächsten Hauptquest, könnte ich mir vorstellen, sind wir vielleicht zu weit, in ihr Zimmer schon mal hineinzugehen. So, wo ist der Typ? Der Verkäufer. Wo soll der sein? Der muss ja dann irgendwo hier rechts oder so am Rand sein. Oder ist der... Hä? Oder ist er jetzt neu aufgetaucht, weil wir die Quest angenommen haben? Oder so, befindet er sich irgendwo da unten rechts in den Tunneln? Hallo? Bin ich nur blind oder bin ich blind? Hier sitzt auch niemand, ist der unsichtbar? Ich will aufs Mädchen, ich will aufs Klo. Der Flo muss aufs Klo. Ah, ich liebe diesen Spruch, diesen Reim zu bringen. Okay, wenn er hier nicht ist, dann wir versuchen den Dingern aus dem Weg zu gehen. Schauen wir einfach nochmal hier entlang, ob wir ihn hier irgendwo finden. Erstmal in der allerfernsten, entferntesten Ecke von diesem Gebiet hier. Vielleicht ist er auch im Kontrollraum. Wo ich mich frage, wie er... Warum er in einem Kontroll... Nein! Oh, fuck! Okay, das machen wir ganz schnell. Das kriegen wir schnell hin. Wobei ich mich frage, was sollte er in einem Kontrollraum? Warum sollte er da verkaufen wollen? Hier kommen doch niemals die Kunden hin. Wenn hier die Monster noch rumlungern und dergleichen. So. Haben wir nochmal eine Übung von ein paar älteren Zeichen hier. Wobei das Sam, meine ich, auch vorgekommen ist. Und so. Das hier ist diesmal wirklich das T-G. Diesmal liege ich ja nicht falsch. So wie bei meinem I'm-Fail in einer der letzten Folgen. So. Schauen wir mal in den Kontrollraum. Wenn er da nicht ist, weiß ich's. Wo soll der versteckt sein? Hä? Habe ich mich verlesen? Meint er nicht Bahnstation, sondern irgendwo anders? Oder bin ich einfach nur blöd? Achso, stimmt. Wenn man neu ins Gebiet reinkommt, dann ignorieren die einen für die ersten paar Sekunden. Das muss ich ausnutzen. Hier am Rand ist er auch nicht. Also ich laufe nicht ganz bis zum Ende. Ich habe hier keine Lust, noch großartig mich in Kämpfe verwickeln zu lassen. Ich werde jetzt eventuell ein bisschen... was wegschneiden, falls ich ihn nicht schnell finde. Deswegen, ich bin jetzt mal ein bisschen ruhig, dass ich notfalls weiß, an welcher Stelle ich schneiden muss und auch die Kämpfe rausschneiden muss. Deswegen hier mal ganz kurz ein Schnitt. Sobald ich irgendwelche Anzeichen von einem Verkäufer sehe, der diese komischen Kuchen verkauft, melde ich mich gleich nochmal wieder. Go.
Kyoko. To. Nein. To. Wieder Verwirrung auf Flo gewirkt. Und wieder sehr effektiv. Huch, nein. Ich gehe jetzt nochmal kurz zu dem Questgeber. Nein. Okay, er meint wirklich hier die Osaka Train Station. Nicht irgendwie jetzt außerhalb von Osaka oder so oder irgendwas. Apropos, da will ich mal ganz kurz. Hier mal ein ganz kurzer Schnitt rein. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Aber ich will mal kurz gucken, was eigentlich passiert, wenn wir jetzt aus Osaka rausgehen. Wow! Alles sieht so gruselig und schrecklich aus. Ich schätze mal, das ist der Einfluss der Obake. Sie müssen im ganzen Land verteilt sein. Vielleicht sollte ich mit Daisuke sprechen in der Stadt, um herauszufinden, was wir als nächstes tun sollen. Ja, sprich. Auf Nein! Ich bin oben rausgegangen und komme von unten wieder rein. Jetzt kommt nochmal derselbe Dialog. Ja. Aber eine schönere Japan-Karte, Übersichtskarte diesmal. So. Oben rausgegangen, um unten wieder reinzukommen. Okay, sprich. Es muss hier in Osaka in der Bahnstation sein, weil wir kommen doch gar nicht woanders hin, weil mach erst die nächste Hauptquest, sprich die nächsten. Oh Gott. Oh Gott. Ja, natürlich nicht an den Typen, der unmittelbar draußen vor der Bahnstation steht, gedacht. Einfach schnurstracks an ihm vorbeigelaufen und in der Bahnstation gesucht. Das hätte ich mir auch sparen können. Oh mein Gott. Ohayou gozaimasu! Bekommt hier eure frischen Ahornküchlein. Die sind noch ganz heiß. Den ganzen Weg von Miyajima extra frisch bis hierher gebracht. Wir haben alle eure favorisierten Geschmäcker. Rote Bohnenpaste, Grüntee, Schokolade, Chestnut, also die Chestnutte, also die Kistennutte. Und ja, alles sehr schnell ausverkauft. Kauft es jetzt. Möchtest du einen leckeren Kuchen für 180 Yen kaufen? Kauft man natürlich. Hier hast du ihn. Ein leckerer Ahornkuchen. Hab einen schönen Tag. Ich keine Ahnung, wie viel ich davon rausschneiden muss, ohne zu blöd zu wirken. Aber ihr mögt es ja, mich failen zu sehen. Ich weiß es ja. So, hier hast du deinen Kuchen. Weißt du, was ich für Stress und für Nervenaufreibung auf mich nehmen musste, um herauszufinden, wo dieser Typ steht? Sag das nächste Mal nicht in der Bahnstation, sondern vor der Bahnstation. Wow, süß, ein Ahornkuchen. Dann lass mich mal ein bisschen nehmen. Oh, rote Bohnenpaste, oh, mein Favorit, mein Lieblingsgeschmack. Ach, vielen Dank, dass du das für mich besorgt hast. Du hast echt meinen Tag gerettet. Ich werde dir ein paar japanische Wörter beibringen, die mit Essen zu tun haben. Dann los geht's. Tabemas. Jetzt sag nicht, dass wir das mit Tabemas dasselbe durchmachen wie mit Nomimas. Weil dann wäre es echt sinniger, wenn wir einfach die Grammatik von Verben mal durchgehen. Als sozusagen an zwei Verben, die aus verschiedenen Verbgruppen kommen, die Flexion zu lernen. Naja, ich habe die Befürchtung, dass es so ist, aber na gucken, schauen wir mal. Tabemas. Tabemas bedeutet Essen im Japanischen. Dieses Wort beschreibt die Handlung des Essens. Es kann sowohl jetzt gerade essen oder ich werde essen oder am Essen sein bedeuten. Das heißt, du kannst ausdrücken, dass du etwas isst oder etwas essen wirst. Zum Beispiel Sushi o Tabemas. Ich esse Sushi oder ich werde Sushi essen. Tabemas. 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 Okay, weiter geht's. Tabemasen. Tabemasen. Es ist genauso, wie ich gedacht habe. Tabemasen bedeutet nicht essen. Huch, was war das für ein Musiksprung gerade?
komischer Loop mit dieser neuen schönen Musik für das Grollen für Osaka. Dieses Wort beschreibt die Handlung, nicht zu essen. Es kann benutzt werden als ich esse nicht, ich werde nicht essen oder ich bin gerade nicht dabei, mir den Ahornkuchen, den du mir gekauft hast, immer noch in den Mund zu stopfen und dir die Worte mit einem vollen Maul beizubringen. Ja, wenn du etwas sagen willst oder ausdrücken willst, dass du etwas nicht isst, kannst du sagen Sushi o tabemasen. Ich esse gerade keinen Sushi. Oder ich werde kein Sushi essen, denn ich esse gerade einen Ahornkuchen. Tabemasen. 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 Okay. Tabemashita. Tabemashita. Tabemashita bedeutet aß oder habe gegessen oder hatte gegessen. Dieses Wort ist die Vergangenheitsform von essen und es kann benutzt werden, wenn man zuvor etwas gegessen hat. Deswegen ist es in der Vergangenheit. Wow. Wenn du also sagen möchtest, dass du etwas gegessen hast, dann, oh, wow, der Abwechslung wegen ändern wir jetzt einfach mal das Wort von Sushi zu was anderem, damit wir wirklich mal ein bisschen Change reinbringen, Wind of Change in das Ganze hier. Gohan o tabemashita. Gohan o tabemashita. Ich habe, hatte, aß Reis. Also ich habe Reis gegessen, ich hatte Reis gegessen oder ich aß Reis. Tabemashita. 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 Okay. Tabemasen deshita. Tabemasen deshita. Tabemasen deshita bedeutet, ich habe nicht gegessen, ich hatte nicht gegessen, ich aß nicht. Das ist die Vergangenheitsform für die Handlung des Nichtessens. Und es kann benutzt werden, um auszudrücken, dass man etwas nicht gegessen hat, etwas nicht gegessen hatte oder etwas nicht aß. Und wenn du also ausdrücken möchtest, dass du zuvor etwas nicht gegessen hast, kannst du beispielsweise sagen, Gohan o tabemasen deshita. Gohan o tabemasen deshita. Ich aß den Reis nicht. Ich habe den Reis nicht gegessen. Ich hatte keinen Reis gegessen. Tabemasen deshita. Tabemasen deshita. Tabemasen deshita. Tabemasen deshita. Noch so als kleine Nebenbei-Anmerkung, weil es der Kerl nicht gesagt hat. Gohan kann, mal abgesehen davon, dass es tatsächlich für Reis stehen kann, auch ganz allgemein für eine Mahlzeit benutzt werden. Also ich habe heute zum Beispiel Kyowa Mara Gohan Tabemasen deshita. Also oder Mara Tabetinai. Ich habe heute noch nichts gegessen, generell. Also keine Mahlzeit zu mir genommen. So in der Bedeutung kann Gohan auch verwendet werden. Damit ihr auch nochmal etwas Sinnvolles hier in dieser Lektion lernt. Was aber nicht von diesem Kerl hier kommt, der immer noch so genüsslich direkt vor meiner Fresse hier seinen Ahornkuchen schnulzig und genüsslich die Kehle hinunterschlingelt, schlängert, schluckt, was auch immer. Tabemasen deshita. Tabemasen deshita. Ja, ist ja gut. Rock on, Superstar. Quest geschafft. Was bekommen wir dafür? Das sind alle Wörter, die ich für dich habe. Hier ist eine kleine Belohnung für deine Mühen. Eine magische Robe. Komm wieder zu mir, wenn du diese Worte noch einmal wiederholen willst. Eine magische Robe? Eine magische Robe? Schauen wir mal. Vor allem für Defense und Resistance wieder ganz gut. Sie hat schon den Defense Ring. Sie könnte wirklich mal was für den Kopf gebrauchen. Wir hatten jetzt momentan am wenigsten Defense und Resistance. 158. Ich weiß es nicht, wem ich es geben soll. Sie hat sowieso schon recht viel Def und Resistance. Deswegen, wenn am ehesten. Wie sieht es eigentlich bei uns aus? Magierobe, Speed geht ein bisschen flöten. Aber ansonsten viel mehr Resistance und Defense. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir es uns geben. Diese zwei Speed, die wir da verlieren, ist egal. So. Eine magische Robe für jemanden, der keine Magie anwendet. Aber es boostet ja nicht die Magie, sondern nur die Defense-Stats. Ansonsten nichts weiter Interessantes für dich. Gut, ja, ist ganz okay. Magierobe nehme ich gerne. Hat sich doch gelohnt. Bis ganz in Ordnung. Ist ganz lieb. So, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich noch heile nach den Kämpfen? Na, wir haben ein bisschen MP verloren, nur der Sicherheit wegen. Gehe ich mal ganz kurz ins Apartment rein, in unser Bett und heile uns. Stell mich dann zu Daisuke und würde sagen, dass wir dann diese Aufnahme und auch diese Folge so langsam ihrem Ende entgegenlassen. Ja, einmal kurz schlafen. Bling. So. Dann stellen wir uns einmal vor Daisuke, dass wir bereit sind dann für die nächste Lektion. Und dann würde ich sagen, war's das für diese Aufnahme.
keine Ahnung, wie viele Folgen es jetzt geworden sind, 4 oder 5 Folgen in dieser Aufnahme, wie ich es geschnitten haben werde, jetzt über die Tage nach Osaka. Das heißt, in den letzten 4, 5 Folgen werde ich leider nicht auf eure Kommentare und so weiter eingegangen sein. Ab jetzt kann ich es wieder und dann geht's in der nächsten Aufnahme mit einer neuen Lektion hier weiter und dann wahrscheinlich der ersten Reise aus Osaka raus zu wo auch immer es uns in Japan hin verschlägt. Bin schon ein bisschen gespannt, dass wir dann wirklich mal an etwas andere Orte kommen, andere Ortschaften besuchen, wie die dann diesmal hier in diesem zweiten Teil der Reihe dargestellt sind. Ansonsten bis hierhin allerdings erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer, Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hintergrundplaylist nicht mehr an. Fuck. So. Alles klar. Gut. Ich bin fertig. Oh. Wann haben wir mit dem Stream angefangen? 19 Uhr. Dann hatte ich heute schon von 14 bis 17 Uhr oder 17.30 Uhr 3 Stunden aufgenommen Videos. Dann gestern den Stream, Donnerstag 6,5 Stunden. Meine Stimme ist jetzt echt voll im Arsch. Und jetzt gibt es 1,5 Stunden Chat aufzuholen. Ich guck mal ins Dashboard. Mal gucken. Ich bin mal vor allen Dingen gespannt. Ich muss erstmal ganz weit hochskillen. Ich muss meinen Kopf ein bisschen hochskillen, damit ich wieder ordentlich funktioniere. Vor allem dann, als ich den Bäcker oder den Verkäufer nicht gefunden habe, bin ich mal gespannt, was da im Chat geschrieben worden ist. Megumin oder Megumin, das hatten wir schon. Real Life. Deine Zimmer. Live-LPs sind toll. Ach nee, da waren wir schon. Ja, habe ich da ein paar Sachen vorhin übersehen. Moin Jan, da war Jan gerade da. Da hatte ich ja dann gerade angefangen. Ah, Jan wollte nur mal kurz vorbeischauen. Grüße an den Flu. Muss mich heute vorbereiten. Am Dienstag ein Interview. Oh, da muss ich Ihnen noch viel Glück wünschen. Also falls du es zufällig gerade noch irgendwie nebenbei siehst, wünsche ich dir schon mal viel Glück. Ansonsten denke ich vielleicht nachher noch dran, nochmal kurz bei Facebook zu schreiben, fürs Interview viel Glück zu wünschen und was es für ein Interview auch ist. Flo dreht also an seinen Reglern. Ja, manchmal. okay, bye bye. Dann ein Bild von Mithilium. Also ich gehe jetzt erstmal der Reihenfolge nach. Wieder Kodoneko, okay, Mithilium ist gerade auf Kodoneko-Trip. So, okay, Jan wieder weg. Viel Spaß in Osaka, wenn du da bist. Schauen wir mal, ob Sendo und Kakura Bon Appetit gegeneinander zocken wollen. Oh, okay. Können wir das so einfach machen? Alles klar. Muss ich mich nochmal bei Jan melden? 100 Aufgaben? Ich glaube nicht. Ja. Achso, das ist gar nicht Nja, das ist Emilia mit ihrem Nja-Kapuze, die aber auch ganz, ganz süß ist. Zum Glück verstehen die nebenan kein Deutsch, hoffentlich. Das Problem ist, die im Zimmer direkt mir gegenüber sitzt, auf die Wand, auf die ich zuspreche, also die am meisten von mir hört, ist eine Deutsche. Aus einer anderen Uni, als aus der ich komme, aber sie ist eine Deutsche. Was es manchmal ein bisschen peinlicher macht. Also sie versteht alles, was ich hier sage. So, aber wir sind ja jetzt durch das, was heute das Mindestziel war, sind wir ja jetzt durch. So. Ja, deswegen Hoffhoff sagt auch danach, doch bestimmt, ja, tun sie tatsächlich. Also zumindest, wie gesagt, hier gegenüber. Hier auf der anderen Seite ist ein Thailänder. Ich glaube Thailänder, der versteht kein Deutsch. Ai Kayano könnte eventuell Alice in SAO sprechen, wenn der nächste Arc weitergeht. Alice in SAO. Ai Kayano. Alice. Was hat dann eigentlich der Movie? War das Movie, der Ordinary Scale eigentlich eine Original Story? Hatte nichts mit der Light Novel zu tun? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Mein Alice-Charakter. Oder war das Idol, was in Ordinary Scale vorkommt, Alice? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Nee, das hieß anders. Die hieß anders. Die hieß irgendwas mit Yu. Yuno oder so. Yuki. Und Ai Kayano sagt mir jetzt auch als Synchronsprecherin nichts. Ai Kana Kayano. Mal. Nur, dass ich es mal im Hintergrund gleich habe, dass ich dann gucken kann, was sie sonst so gesprochen hat. Weiter im Chat.
Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So rum war das, genau. Ich habe alles gesehen, Flo. Oh, ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle das war, zu welchem Kommentar von mir auch immer. Darum gibt's hier Best Trap, aber Vorsicht, nicht jugendfrei. Ach naja, es ist immer noch Kleidung drüber. Und ansonsten ist es wirklich ein sexuell orientierungsmäßig verwirrendes Bild. Ist der Chat schon tot? Vielleicht sollten wir ihn sprengen und euch wachrütteln. Ja, Methylium hat als Alleinbespaßer den Chat unterhalten. Mit ganz vielen Bildern, ob von Felix, ob von Kodoneko, ob von Emilia, ob von Megumin. Tja, Flo, da wird's wohl Zeit, Andrea zu verschnellern. Stimmt, dafür können wir ja auch die Bonuspunkte und so weiter benutzen. Wenn wir das weiter beibehalten wollen, das könnte ich dann am Anfang der nächsten Folge mal machen. Er vergisst es eh wieder. Oh, da lebt ja noch wer. Und natürlich vergisst er es, selbst wenn er am Ende dran denkt, ich werde fetzen. Ja, ich habe tatsächlich nicht dran gedacht, dass wir ja die einzelnen Stats auch von jemandem hochpushen können. Das werde ich am Anfang der nächsten Aufnahme machen, wenn ich nach meinem Osaka-Trip noch dran denke, was ich nicht versprechen kann. Ich mache keine Versprechen. Tja, langsam muss er wohl aufhören. Also Flo, nicht ständig rausreden. Wieder ein Felix-Post dazu. Du meinst, einen einzigen Trank verschwendet. Andrea ist auch nur eine Last. Dafür ist sie süß. Geht aber nichts über Micha oder Kyoko. Ob ich Flo sagen sollte, wie man in die Räume reinkommt? Es gibt eine Möglichkeit, wie man in die Räume, also ich nehme mal an, in die Toiletten reinkommt, in Dingsbums, also in wie heißt es, Bahnstation, Deutsch. Gibt das Spiel auch für Kanji? Noch nicht, ist aber in Arbeit. Also würde mich auch nicht wundern, wenn sie auch Kanji-Varianten machen. Die Frage ist, wie viel Kanji packen sie dann in ein einzelnes Spiel? Ich glaube, ich würde danach nach den Jojo-Kanji gehen, nach den Klassenstufen, wie sie es in der japanischen Grundschule lernen. Also 100 Zeichen, vielleicht maximal 200 Zeichen pro Spiel. Alles andere würde das Spiel sprengen, glaube ich. Der schnelle Getränkekäufer. 14:30 und ich bin müde, blöder Sonntag. Ich glaube, langsam komme ich ans untere Ende. Ah, da sind wir schon bei den Nebenquests. Kudoneko, das heißt, gleich kommt die Sache mit dem Verkäufer. Ob Flo checkt, dass der Typ draußen steht. Ja, er hat es eine Weile nicht gecheckt. Eine Megane-Variante von Kudoneko und mit kleinem Schwänzchen. Wenn Flo in den Chat gucken würde. Ja, es ist live Let's Play, wo ich mich möglichst nicht vom Chat ablenken will. Deswegen, das war ja die ganze Prämisse des Ganzen. Draußen, sagte ich schon, vor dem Bahnhof. Und er rennt an ihm vorbei. Er hat ihn. Oh Gott, er hat ihn. Ja, es tut mir leid. Methylium sehr fleißig am Bilder posten. Habe ich gerade Nutte gehört? Keine Ahnung, ich gucke Bilder. Das hier ist super. Ja, ich hatte eine sehr freie Übersetzung von einem japanischen Wort mit Nutte gemacht. Das Bild von Gohan mit Beetlejuice kenne ich tatsächlich auch schon. Das ist super. Let it Google. Otsukaresama. Dankeschön, Otsukaresama, Antoni. War extra für den Film geschrieben. Spiel zwischen Mother's Rosario, Ende Staffel 2 und dem nächsten Arc, der bald kommt. Ach, die Räume im Apartment. Ja, ich schätze mal, dass man wahrscheinlich die höchste Affection-Stufe bei den Charakteren haben muss, also die 500. Dann das Affection-Event machen muss, was da kommt, und dann kann man wahrscheinlich in die Räume rein, nehme ich zumindest mal ganz stark an. Und man kann ja wahrscheinlich die Affection auch farmen, indem man einfach mit der Gruppe Katakana auch in den alten Gebieten bekämpfen geht, nehme ich zumindest mal ganz stark an. Szene wechseln im OBS? Aber ich bin doch schon auf der aktuellen, also wieder auf der Livestream-Szene. Weil das Spiel ist nämlich jetzt gerade vorbei. Wir sind mit Learn Japanese to Survive Katakana War Live Let's Play fertig. Deswegen, ich muss es hier mal wieder aus dem Dashboard rausnehmen. Oder sieht man momentan nur Schwarzbildschirm? Weil hier bei mir in OBS bin ich wieder auf der Monatsendstream, also auf der Szene, wo der Chat und meine Kamera und der Background zu sehen ist. Deswegen... Da liegst du gar nicht so falsch mit den Affection-Events, alles klar. Deswegen sieht man mich und so weiter, oder habt ihr gerade Schwarzbildschirm? Weil bei mir bin ich angeblich wieder zu sehen und habe die Szene vom Let's Play-Setup auf den Stream-Setup gewechselt. Deswegen geht's noch jemand anderes oder nur Tichi so? Ich nehme dabei mal ein kleines Schlückchen.
Habe ich mir jetzt verdient. So. Neuen Zuschauer auch noch. Achso, dachte bis am Spiel. Nee, leider gerade vorbei. Gerade vorbei, vor ungefähr 10 Minuten mit dem Spielen fertig geworden. Habe heute einen Stream gemacht. Erstmal hallo, willkommen zum Stream. Heute einen Stream gemacht, in dem ich 2 Spiele, um ein bisschen vorzuproduzieren, weil ich ab Dienstag für ein paar Tage in Osaka bin, habe ich live Let's Play von Anime, The Visual Novel und Learn Japanese to Survive Katakana War gemacht. Deswegen, ja, den Stream um 11 Uhr mittags begonnen, 19 Uhr hier japanischer Zeit und bis jetzt eben gerade ein bisschen vorproduziert über die Tage, wo ich nicht da bin, aber wir sind jetzt leider durch. Das heißt, wir sind jetzt schon in der abschließenden Talkrunde. Deswegen ändere ich hier am besten nochmal die Info im eigentlichen Game. Abschließende Talkrunde. So. Deswegen leider an Games wird es jetzt nichts mehr zu sehen geben. Ja, ansonsten, wenn jetzt noch, wie immer, Kommentare, Fragen, Anmerkungen, ob zu den gerade gespielten Games sind, zu Japan, Auslandsjahr, Manga, Anime, irgendwelche Sachen, dann ist jetzt wie immer die Gelegenheit dazu. Es ist jetzt kurz vor 23 Uhr hier. Heute werde ich ein bisschen pünktlicher noch als gestern Schluss machen, dass ich wirklich nicht 2 Abende hintereinander zu lange meine Nachbarn hier mit komischen Sachen verwirre und nerve. Das Katakana-Spiel heißt Learn Japanese to Survive Katakana War. Ich schreibe es auch nochmal kurz in den Chat. Es gibt auch noch ein Vorgängerspiel, welches einen die japanischen Hiragana beibringt. Das nennt sich auch Learn Japanese to Survive. Allerdings dann statt Katakana War hat es den Untertitel Hiragana Battle. Sind beide auf Steam zu finden, wurden beide per Kickstarter gecrowdfundet. Das Problem ist, oder ein bisschen vorsichtig sein muss man, weil es sind ein paar kleinere, leichtere Fehler in beiden Spielen drin, die mir als Japanologen oder japanisch Lernenden aufgefallen sind, als ich die ganzen Sachen Let's Played habe, auch auf meinem Let's Play-Channel, beziehungsweise jetzt noch gerade dabei bin bei Katakana War. Da sind wir jetzt ungefähr durch die Hälfte so vom Game vielleicht durch. Auf jeden Fall, wenn man bei Steam sucht mit Learn Japanese to Survive, dann findet man die beiden Spiele. Ich will mal gucken, auf der Learn Japanese to Survive Seite, was sie denn schon an Angaben zu einem eventuellen Kanji-Teil eigentlich angegeben haben. Ob sie es planen, ein Kanji-Spiel zu machen und falls ja, wie viel? So, Study Guide. Also ich sehe zumindest auf der Entwicklerseite, ich weiß nicht, ob sie es bei Greenlight oder so machen, sehe ich noch nicht, dass eine Kanji-Variante geplant wäre. Eine Kanji-Variante macht nochmal viel, 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 viel mehr Aufwand, wenn sie es wirklich als ordentliches Lernspiel machen wollen, als es bei den Hiragana und bei den Katakanern der Fall ist. Deswegen beide für, ja, was sind das ungefähr umgerechnet? 6 Euro, 7 Euro, also für 700 Yen hier bei Steam zu haben, beide Spiele jeweils. Tja. Nun gut, dann mal zurück in den Chat rein. In Zukunft mehr Live-LP. Das ist echt schwierig, weil meine typische Aufnahmezeit, die ich jetzt so mittlerweile habe, ist immer so entweder unmittelbar vorm Abendessen, also so zwischen 16 und 18 Uhr, oder unmittelbar nach dem Abendessen, so 19 bis 21 Uhr, aber dann wirklich konzentriert, weil ich danach auch noch andere Sachen machen will. Und ich nehme ja meistens alle 2-3 Tage auf, dann immer jeweils 2-3 Folgen für das entsprechende Spiel. Und wenn ich es eben vorm Abendessen mache, weil ich nach dem Abendessen irgendwelche anderen Sachen vorhabe und so weiter, dann ist es nach deutscher Zeit viel zu früh. Und ich muss es ja auch unter der Woche machen, wenn ich sozusagen die normalen täglichen alle 2 Tage Folgen abliefern will. Und wenn ich dann am Dienstag Nachmittag japanischer Zeit um 16 Uhr eine Aufnahme mache, ist es 8 Uhr morgens deutscher Zeit in Japan am Dienstagmorgen. Wer hätte da die Zeit, den Stream zu gucken? Wer würde dafür extra aufstehen und so weiter? Deswegen, ich kann es immer mal so mit einplanen, dass für den einen oder anderen tatsächlich extra geplanten Livestream, Live-LP ein bisschen mit eingeplant wird. Aber generell die LP-Aufnahmen als Live-Let's Play zu machen, ist, glaube ich, nicht sehr praktikabel. Einfach vom Terminkalendermäßigen her. Genau. Die Hiragana über Kanji-Wörtern, wie Rico sagt, damit man
es lesen kann, falls man das Kanji nicht kennt. Die haben auch einen ganz bestimmten Namen, wenn die Hiragana über Kanji stehen. Die nennt man dann Furigana. Und das ist einfach die Angabe der Lesung der Zeichen. Und man kann auch erkennen, ob Furigana vorhanden sind über den Kanji oder neben den Kanji in japanischen Büchern, meistens für welche Zielgruppe es ist. Je mehr Kanji da noch beschrieben sind mit den Hiragana, dass man sie lesen kann, desto für eine jüngere Zielgruppe ist es meistens gedacht. Und wenn es dann wirklich richtig ordentliche, fette Romane mit schwierigen Zeichen für erwachsene Bevölkerung sind, dann gibt es da meistens auch keine Hiragana mehr über den Kanji, also keine Furigana mehr. In manchen Büchern, zum Beispiel bei Shinseka Yori ist das der Fall, in den zwei Romanen von Shinseka Yori, die ich habe, unglaublich schwieriges Vokabular, unglaublich schwierige Kanji drin, ich kann davon nichts lesen, da muss ich noch viel, viel, viel lernen. Ja, aber ansonsten, wie Rico sagt, generell um die Lesung zu erleichtern von Kanji, dafür werden dann diese kleinen Hiragana, die da manchmal daneben stehen, benutzt. Es werden auch manchmal Katakana benutzt, wenn eine Sonderlesung für die Kanji benutzt wird oder eine Lesung, die eigentlich nicht üblich ist, sondern die einfach so frei entschieden worden ist für das Kanji. Wenn zum Beispiel es gibt ein 4-Kanji-Kompositum, bei welches Railgun gelesen wird, wo dann das aber in Katakana mit dazu steht und so weiter. Ja, auf jeden Fall generell aber eben, um die Lesung zu erleichtern, falls man die Kanji nicht lesen kann. Das ist der ganze Sinn dahinter. Oh, meine Eltern haben mir bei WhatsApp geschrieben. Stimmt, die sind ja heute in Berlin. Bis mal wieder beim Skypen. Oh, muss ich nachher zurückschreiben. Okay, Jan schreiben, Eltern schreiben. Bei der nächsten Let's Play-Aufnahme dran denken, dass ich Speed-Punkte an Andrea verteile. Also, dass ich ihr ein bisschen Speed gebe. Ja. Dann ansonsten noch irgendwelche Sachen, Fragen. Tut mir jetzt ein bisschen leid für Tichi, dass du jetzt so am Ende des Streams kommst, wo ich langsam dem Ende entgegengehe hier. Weil hier in Japan Ortszeit ist es 23 Uhr. Die Wände sind dünn. Meine Nachbarn hören mit, wenn ich hier zu laut Livestream mache. Und wir haben gestern schon gelivestreamt. Dann mit wirklich Stream-Spielen, nicht als Live-LP. Deswegen bin ich ein bisschen fertig und müde. Und ich will nicht zu lange wie nennt sich das auf Deutsch? Nachtruhestörung, nicht allzu lange allzu laut bleiben. Deswegen kann ich leider nicht allzu viele Fragen allzu ausführlich beantworten. Deswegen so 3-4 Fragen im Chat nehme ich noch gerne mit. Aber spätestens so in den nächsten 10-15 Minuten würde ich dann langsam den Stream auch beenden wollen. Welche der drei Schriftarten wird am meisten genutzt in Japan? Alle relativ gleichmäßig viel. Bei Katakana hängt es ein bisschen davon ab, wie viele ausländische und moderne aus dem Englischen gekommene Wörter die Japaner benutzen. Es ist in den letzten Jahren mit Katakana mehr geworden, die im alltäglichen Sprachgebrauch drin sind. Ansonsten Kanji und Hiragana ungefähr gleich viel. Weil fast jede Vokabel, die ein ursprünglich japanisches Wort ist, besteht aus irgendeinem Kanji. Und die Grammatik wird dann über die Hiragana und so weiter ausgedrückt. Also ja, im Prinzip, man muss wirklich alle drei Schriftarten einigermaßen gut können, um ordentlich Japanisch lesen oder schreiben zu können. Generell, wenn man nur mal für eine kurze Zeit und so für ein bisschen nach Japan reist, die Schriftart, die am nützlichsten ist zu lernen, ist, denke ich mal, Katakana tatsächlich, weil man bei den vielen Speisekarten sehr viele Gerichte mit Katakana beschrieben sind und die aus dem Englischen kommen und man kann, wenn man die Katakana und die Wörter kennt, weiß man so ungefähr die Hälfte der Speisekarte, die man dann lesen kann und dass man einigermaßen weiß, was man sich da bestellt. Deswegen Katakana ist zumindest für welche, die nicht ganz ausgiebig Japanisch lernen wollen, aber die zumindest ein bisschen wissen wollen, was abgeht. Dafür ist es, glaube ich, ganz gut, Katakana zu können. Ansonsten alles Wichtige ist auch in Romaji, also in lateinischen Buchstaben, ausgeschildert, falls man mal nach Japan reist. So, Methylium schickt wieder ein Megumin-Bild. Megumin scheint ja wirklich echt viel Fanart am Laufen zu haben. Kann mir hier eigentlich wer einfach geschriebene japanische Bücher, Romane, Kinderbücher, Manga empfehlen, die sich gut eignen, um die Schriftkarten und das Schriftzeichen und das Vokabular zu üben? Ich komme nicht auf den Namen. Oh Gott. Wie heißt es? Eins ist zum Beispiel Chibi Maruko-chan. Ich schreibe mal alles, was mir jetzt spontan einfällt, auch mal in den Chat rein, dass ich dann gleich abschicken kann. Chibi Maruko-chan fällt mir so ein. Chibi Maruko-chan, glaube ich. Dann, wie heißt das andere? Oh Gott. Ich komme absolut gerade nicht drauf. Das hatte ein Kumpel von mir immer gelesen gehabt. Ich
was auch einigermaßen leicht zu lesen ist, ist Nihonjin no Shiranai Nihongo, was aber man in Deutschland nicht so einfach bekommt. Nihonjin no Shiranai Nihongo, aber das behandelt so ein bisschen mit Ausländern oder über Ausländer, die Japanisch lernen, aus der Sicht einer japanischen Lehrerin. Deswegen kann man da relativ gut mit einsteigen. Es ist relativ einfach zu lesen. Nihonjin no Shiranai Nihongo. Jetzt ist mir eingefallen. Yosugato? Oh, wie heißt es, die Serie? Yosuto? Oh, wie heißt es? Yobatsu? Oh, ich komme nicht drauf. Bitte kannst mir einer sagen. Wie heißt es? Gottverdammte Axt. Google, ich bin irgendwie falsch. Google Search zeigt es mir nicht an. Yotsula? Irgendwas mit Yotsubato. Yotsubato. Genau, Yotsubato ist auch eine gute Serie. Mit der, wo ich weiß, dass ein Kumpel damit sehr, sehr viel Japanisch geübt hat, weil es eine relativ leichte Sprache ist, weil eben ein Kindcharakter auch vorkommt, die eben sehr leicht, sehr, sehr, sehr leichte japanische Sprache benutzt. Mist, der Chat macht es nicht in Zeilen. Also, eins ist Chibi Maruko-chan, heißt eins, Nihonjin no Shiranai Nihongo ist eins und Yotsubato. Das ist ein weiteres, was relativ gut und einfach zu lesen ist. Chibi Maruko-chan, Yotsubato. Das sind alles so an Kinder gerichtet oder wo Kinder Charaktere sind, die ein einfaches Japanisch benutzen. Ansonsten. Ja. Ansonsten weiß ich es ehrlich gesagt nicht so sehr. Also, das sind alles dann in dem Fall Manga. Ansonsten Light Novel mit einem Slice of Life Setting. Also nicht unbedingt jetzt sowas wie Sword Art Online oder auch kein One Piece oder auch kein Excel Word oder kein Toado Kagaku no Railgun oder Index, kein Majutsu no Index, weil da kommen sehr viele technische Begriffe vor, da kommen viele Fantasy-Begriffe vor, die manchmal nur sehr schwer zu entziffern sind. Aber alles, was so Alltags-Slice-of-Life-Sachen sind, da kann man eigentlich im Prinzip nichts falsch machen. Romance-Serien und so weiter. Also über Romance-Anime, Renne-Anime oder Manga oder Bücher ein bisschen Japanisch zu lernen, wo eben recht simple Dialoge, zwischenmenschliche Beziehungen, Gespräche und so weiter drin sind, da kann man sich eigentlich im Prinzip fast alles antun und damit lernen. Deswegen solche lese ich mittlerweile auch relativ leicht runter. Wenn es aber zum Beispiel bei meinen Light Novels mit Toado Majutsu no Index oder so darum geht, das ist echt schwierig. Auch etwas, was scheinbar leicht wirkt, aber gar nicht so leicht ist, ist beispielsweise Metante Conan, würde ich auch immer noch nicht auf Japanisch lesen, weil einfach die ganzen Fallaufklärungssachen, die Vokabeln, die so für Mordwaffen, für die Tricks, die beschrieben werden und so und Gerichtsprozesse und keine Ahnung, was verwendet werden bei Metante Conan, sind eigentlich unglaublich schwierig, wenn man es mal so bedenkt. Auch wenn es eine Serie ist, die auch viel mit kleinen Kindern spielt und keine Ahnung was, aber die Sprache bei den Mordfällen, die verwendet wird, ist auch sehr schwierig. Nekopada auf Japanisch ist tatsächlich, glaube ich, auch nicht so. Das können wir ja mal ganz kurz live gucken, tatsächlich. So viel Zeit darf sein. Wir machen einfach mal ganz kurz Nekopada an und schalten uns mal ganz kurz auf Japanisch. Schauen uns mal die ersten paar Zeilen an. Das können wir ja mal ganz kurz machen. Ich schalte es einfach mal auf Japanisch, dann drüber. Stimmt, generell, wenn es um Visual Novels geht und so weiter, kann ich auch durchaus Go Go Nippon, My First Trip to Japan oder Tokyo School Life empfehlen als Games, die man noch auf Steam kaufen kann. Weil die sind auch ein bisschen darauf ausgerichtet oder vom Setting her so, dass man ein Ausländer ist, der nach Japan fliegt und dort einen Austausch macht oder einen Urlaub macht. Und man kann es auch da so einstellen, dass sowohl Japanisch und Englisch über und untereinander ist. Also da hat man auch den direkten Vergleich. Also bei den beiden Games, Go Go Nippon, My First Trip to Japan, schreiben wir auch mal ganz kurz hin, Go Go Nippon, My First Trip to Japan und Tokyo School Life. Die kann man sich auch durchaus antun. Tokyo School Life ist auch komplett von japanischen Synchronsprechern vertont. Boah, die Musiküberlagerung ist erschrecklich. So. Nein, du hast den Stream damit nicht getötet. Mich würde es tatsächlich selbst mal kurz interessieren. Ich schalte einfach mal kurz in der Config um. Hier bei Nekopada. Wie Nekopada ist, einfach mal um es zu sehen, ohne dass ich die Übersetzung sehe. Voice Setting, Game Setting. Wo haben wir hier die Sprache? Hier. Machen wir mal alles komplett auf Japanisch. So. Zurück.
Fangen wir einfach nochmal von vorne an. Mal gucken, wie das Japanisch von Nekopada eigentlich ist. Okay, Nachteil hier schon mal, es sind keine Fuligana mit dabei. Man hört es zwar, was gesagt wird, also Dewa Shitsurei Shimasu, aber hier zum Beispiel bei Shitsurei, hier sind keine Fuligana mit dabei. Das macht es schon mal ein bisschen schwieriger. Und hier die Bezeichnung von der Person, das ist ein Hikoshi Gyosha, also ein Umzugshelfer oder ein Umzugs... also einer von einer Umzugsfirma. Das wird ja auch nicht erklärt. Gut, das Gute hier bei Nekopada ist, das wusste ich bis jetzt selbst auch noch nicht, wenn man hier nochmal auf das Mikrofon klickt, kann man sich es tatsächlich nochmal vorspielen lassen. Das wusste ich bisher tatsächlich noch gar nicht. Wieder was entdeckt. Ah, hängt. Oh, fuck. Okay, Nekopada macht echt Probleme. Leider, Nekopada, ja, sind wieder verworfene Frames hier und so weiter. Ich denke eher, das Spiel ist schuld. Ich glaube auch, bei mir hängt das Stream auch. Okay, wir machen Nekopada aus. Tja. Okay, der Stream oder OBS oder meine Internetleitung hier mag echt kein Nekopada, wie es scheint. Sorry. Von dem ganz kurzen Eindruck, den ich gerade bei Nekopada hatte, ist... gut, dass, bis auf das, was der Hauptcharakter sagt, dass man sich das von den Synchronsprechern mehrfach vorsprechen lassen kann. Das Problem sind, Fuligana fehlen. Und da Fuligana fehlen, ist Nekopada eher, wenn schon, für Fortgeschrittene geeignet. Also nicht als Einsteiger, glaube ich. Weil man dann im Zweifelsfall, gerade wenn es der Hauptcharakter sagt, der keinen Voice-Over hat, dann weiß man nicht unbedingt, was die Kanji und so weiter bedeuten. Das Gute ist, dass man, glaube ich, im Menü natürlich ständig die ganze Zeit zwischen Englisch und Japanisch umstellen kann. Also man kann, falls man etwas nicht weiß, auf Englisch umstellen. Also in der Hinsicht kann man es auch benutzen, aber das ist dann immer ein bisschen umständlich. In der Hinsicht sind Tokyo School Life und Gogo Nippon My First Trip to Japan, glaube ich, ein bisschen nützlicher, wo das beides direkt untereinander dann entsprechend liegt. Ach, der Stream ist an sich weg. Ist der Stream jetzt wirklich komplett weg? Oder geht's jetzt wieder, wo Nekopada weg ist, instabil? Bitrate hervorragend. Ich habe jetzt Nekopada beendet. Komisch. Nekopada ist aus. Ich mache nichts weiter hier im Hintergrund. Ich schließe mal nur ein paar Tabs hier. Vielleicht hat das auch einiges ausgelöst. Das Tab brauche ich noch. Das Tab brauche ich auch noch. Das habe ich mir gespeichert. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Nun, jetzt im Moment schon. Ja, hab nur ein Standbild. Ich bewege mich aber auch gerade absolut gar nicht. Zumindest zeigt er mir jetzt keine verworfenen Frames mehr eigentlich im Stream. Also es müsste hoffentlich vorbei sein. Na gut, wir wollten auch sowieso den Stream langsam beenden. Also, ja, nach Tokyo School Life war scheinbar leider der Ton weg. Also Nekopada, hatte ich gerade nur gesagt, würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil, ja, man kann sich zwar mehrfach Sachen anhören, aber es sind keine Fuligana mit dabei, also keine Lesung von den Kanji-Zeichen. Man kann zwar im Menü immer umstellen, die Sprache, aber das ist ziemlich unständig. Deswegen generell würde ich die beiden oben geposteten Tokyo School Life und Gogo Nippon My First Trip to Japan als Visual Novel Games zum ein bisschen mal austesten, wie gut die Japanischkenntnisse sind und dass man immer gleich gegenchecken kann. Vielleicht für den Anfang, für Einsteiger ein bisschen besser. Nekopada ist dann für Fortgeschrittene, denke ich mal, schon eher geeignet als Spiel. Gestern hattest du Japanisch und Englisch untereinander bei Nekopada. Stimmt, das kann man auch einstellen. Aber da ist die Versuchung ja dann groß auch. Na gut, das ist es bei Gogo Nippon und bei Tokyo School Life auch, dass man dann direkt ja sozusagen von der Übersetzung ins Japanische guckt und dann so ein bisschen beeinflusst wird. Wenn man was komplett auf Japanisch spielen will, dafür ist Nekopada dann vielleicht wieder ganz gut. Ich weiß es nicht. Generell jedes Visual-Novel-Spiel, was eine relativ einfache Sprache hat, und das ist bei Nekopada durchaus auch der Fall, mal abgesehen von den kleinen Bäckerei-Vokabeln und so Essensvokabeln, die drin vorkommen, ist es, denke ich mal, ganz, ganz okay. Es ist gerade ein riesiges Delay zwischen Stream und Chat. Okay, es geht alles. Ja, riesiges Delay. Bitrate und Verbindung ist allerdings hervorragend, zeigt es mir im Dashboard an. Na gut, wir müssen es auch nicht übertreiben. Also ich schätze mal, das hat für so ein paar Empfehlungen auch gereicht. Also von den Manga hatte ich ja
Chibi Maruko-chan, Nihonji no Shiranai Nihongo, vor allem die ersten drei Bände, Yotsubato, von den Spielen her durchaus Nekopara, Gogo Nippon My First Trip to Japan und Tokyo School Life. Ich werde demnächst auch noch eine weitere Visual Novel anfangen, wo die auch, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung geht. Da weiß ich noch nicht, wie sie ist und ob sie auch japanische Ausgabe mit drin hat. Muss ich mal gucken. Deswegen, da kann ich allerdings noch nicht zu sagen. Oder werde ich mal noch nicht mich zu äußern. Ansonsten, ja, hat das hoffentlich die Frage ausführlich und ausreichend beantwortet. Habe ich sonst noch irgendeine Frage verpasst durch die ganzen Probleme jetzt? Gibt man bei Amazon Hiragana Katakana üben? Ja, was Bücher angeht, also für wirkliche Lernbücher, ich weiß nicht. Ich glaube, mittlerweile ist es tatsächlich einfacher, sich statt Bücher teuer zu kaufen, gibt es genügend kostenlose Lernhilfen, zumindest für Hiragana, Katakana und die absoluten Basic Kanji findet man auch im Internet, wenn man wirklich einfach auf Google ein bisschen sucht, da findet man auch Sachen. Wenn man es eben mit Spaß verbinden will, mit Manga lesen, die genannten, oder mit den genannten Games. Und Spaß mit Lernen verbinden ist sowieso immer das Beste. Deswegen, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts weiter im Chat verpasst an Fragen, die gestellt worden sind. Das heißt, 23.15 Uhr, jetzt allerletzte Chance, falls ihr noch irgendetwas loswerden wollt, mir noch was sagen wollt, noch eine Frage stellt, die am besten nicht zu lange zur Beantwortung braucht, also wo ich nicht weit ausholen muss, dann habt ihr jetzt die letzte Gelegenheit dazu. Ansonsten bereite ich hier im Hintergrund schon mal das Rausschmeißerle-Lied oder das Rausschmeißerle-AMV-Video für heute vor. Oh Gott, die ganze Zeit hat OBS noch die Aufnahme gemacht von... Oh Gott, ich hoffe, die geht nicht kaputt durch den kleinen zwischenzeitlichen Stream-Ausfall, dass die Datei nicht beschädigt ist. Ich hoffe, die kann ich irgendwie retten von der gesamten Gogo Nippon-Aufnahme. Ich habe zwischenzeitlich die Aufnahme nicht beendet. Ach du Kacke. Aber ich mache es nicht jetzt, weil sonst kackt der Stream ab und ich will den Stream jetzt langsam beenden. Okay, was hat der Delay-Test ergeben? Da bin ich mal gespannt von Mithilium. Deswegen... Auch wenn es jetzt Minute Delay ist oder so, dann ja, wird es auch schwierig mit den Fragen kurz beantworten und so weiter. Bereitet euch innerlich schon mal darauf vor, dass ich so langsam den Stream beende. Ich bereite hier auch schon mal das letzte Rausschmeißer-AMV-Video für heute vor. Wo ist es? Wo habe ich das denn hingetan? Bestimmt im Twitch-Livestream-Ordner, wenn ich schlau bin. Ich bin scheinbar nicht schlau, oder? Ach doch, da ist es, da unten links, nicht gesehen. So, entweder ist der Delay so lang, dass der Chat ist eingeschlafen durch die ganzen Probleme. Aber ich will jetzt den Stream nicht noch einmal neu starten, nur um das Delay loszuwerden, weil der Stream soll ja langsam beendet werden. Deswegen, auch wenn es jetzt eine Minute Delay ist, dann ja, würde ich sagen, lassen wir es lieber dem Ende langsam entgegenlaufen. Test. Ich gebe jetzt mal einen Test ein. Beziehungsweise, ich gucke mal selbst kurz in meinen Livestream rein, wo ich gerade hänge. Fast anderthalb Minuten. Ach du Kacke. Na gut, wie gesagt, ich warte jetzt nochmal anderthalb Minuten. Jetzt, wo ich das hier sage, warte ich exakt nochmal anderthalb Minuten. Falls auch irgendwie ein abschließender Kommentar, Frage, Anmerkung ist, was ihr schon immer mal loswerden wolltet. Im Hintergrund mache ich schon mal die AMV auf. Und warne schon mal vorweg. Die AMV enthält kleine bis mittlere Spoiler für ReZero. Es ist eine AMV zu einem der Ending-Songs von ReZero und hatte das heute zufällig bei YouTube gesehen. Ich sollte eigentlich auch den Channel, wenn ich schon das AMV zeige, auch mal, der das AMV gemacht hat, sollte ich mal auch bewerben, damit es nicht so aussieht, als hätte ich es geklaut oder hätte ich das AMV gemacht. Gucken wir mal kurz, ob ich das finde. Warum finde ich das nicht mehr? Vorhin habe ich das doch unter dem Suchbegriff gefunden hier. Hä? Ah, bestimmt. Ah, so unter dem. Ich habe einen falschen Suchbegriff benutzt.
Ah, da ist es, genau. Vom Channel Kusa, genau. Spanischen Channel. Huch, da hat man gerade schon den Anfang gehört. Mach einfach Feierabend. Danke für den Stream. Auf jeden Fall hat es heute Spaß gemacht. Auch nur für nebenbei. Wünsche viel Spaß in Osaka. Ich habe noch eine Frage, Hoffhoff. Dann schnell, los. Ich mache derweil schon mal Werbung. Für die, die wollen, können sich notfalls, ansonsten, falls sie es später angucken wollen oder so, das AMV, was ich gleich zum Abschluss des Streams abspielen werde, können sie es auch gerne auf dem YouTube-Channel hier anschauen. Da habe ich mir das AMV hergenommen. Kennst du noch ähnliche Livestreams wie diesen hier? Muss ich mal ganz kurz gucken. Oh Gott, YouTube lädt unglaublich langsam. Oh Gott. Ich mache lieber das andere YouTube da mal weg. Der Stream hängt jetzt bestimmt wieder. Die Shibuya Livecam und so weiter. Nee, tut mir leid, tatsächlich diese irgendwelche Crossing- oder Japan-Livestream-Kameras, damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein. Deswegen kann ich da leider tatsächlich nichts weiter empfehlen. Ansonsten, was du machen kannst, ist halt unter dem, was da in dem Titel von der Kamera steht auf YouTube, das zu kopieren in der Sucheingabe. Das hier, Live ESO, und zu schauen, was da dann bei rauskommt. Da kommen vielleicht auch andere Sachen, irgendwelche Live-Aufzeichnungen oder so raus. Vielleicht Live ESO Kamera oder so. Wenn man noch eine Kamera mit dran macht. Vielleicht unter dem Suchbegriff findet man vielleicht Sachen. Ich will es jetzt nicht selber suchen, weil dann der Stream, die Verzögerung noch größer wird. Und ich, wie gesagt, langsam den Stream beenden will. Aber vielleicht, ich selber kenne leider keine, kann es nicht beantworten. Aber vielleicht findet man unter dem Suchbegriff, wenn du das kopierst und bei YouTube suchst, noch ein paar Sachen. Vielleicht, versprechen kann ich es nicht. So. Tja, auf jeden Fall Spaß gemacht. Wünsche viel Spaß in Osaka. Genau, vielen Dank, Rico. Danke auch an die anderen. Ja, siehst aber keine süßen Mädels vom Namen her. Ach ja, man kann nicht alles haben im Leben. Ich werde mich jetzt auch wieder zurück ein bisschen ins 3D live ziehen. Ich mache schon mal die Hintergrundmusik aus. So, dann machen wir mal hier... Wo haben wir's? Na, kommst du? So, sieht man schon? Ja. Da sieht man schon Subaru. Wie gesagt, ich werde jetzt noch zum Abschluss als Rausschmeißer ein kleines AMV von dem Ending-Song Stay Alive von ReZero spielen und das AMV benutzt dabei ja Materialien oder Szenen, insbesondere eben bis jener Folge 18, deswegen wer ReZero bis dahin nicht geguckt hat oder ReZero generell noch nicht geguckt hat, der sollte sich dieses AMV eher nicht ansehen, auch wenn die einzelnen Szenen so im Gesamtzusammenhang nicht wirklich viel spoilern, wenn man die Gesamtstory nicht kennt, aber zumindest ein paar Aspekte. Deswegen, die meisten haben aber, glaube ich, ReZero gesehen, deswegen ist es relativ egal. Und tja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen, auch heute bei diesem spontanen Live-LP. Let's Play, so rum, Live-LP. Und ja, werde mich jetzt auch ans Schneiden machen, dass ich dann für die Osaka-Tage alles auch ordentlich oben ist. Das wird noch ein bisschen Arbeit, aber naja, zumindest meine Stimme kann sich jetzt endlich mal ausruhen. Und damit sage ich an dieser Stelle, wie immer, noch einmal vielen, vielen Dank und Matane, bis zum nächsten Mal. Und jetzt AMV ab. Und damit wirklich vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen beim heutigen Live-LP-Livestream und Matane, bis zum nächsten Mal.